Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem epischen Soundtrack. Willkommen zurück zu Myr Arranat. Zur zweiten Runde, wie man sehen kann, trage ich Handschuh, Schulter und Helm, die ich mir hart erarbeitet habe das letzte Mal. Der Soundtrack ist way too dank. Der macht mich ein bisschen nervös. So, okay. Also, wir sind hier das letzte Mal ganz frisch angekommen in Dranas. Nicht Dratrocken, Dranas. Und ich glaube, wir sind hier noch gar nicht durch die Häuser gelaufen. Wir haben nur eine Quest als letztes bekommen von unserem Kaleris, von unserem Vorgesetzten. Und der wollte, dass wir uns um ein paar Wölfe kümmern, die hier irgendwo drumherum schleichen sollen. Aber lass uns erstmal gucken, ob wir hier noch ein bisschen... In der Taverne habe ich schon mit allen Leuten geredet. Die ersten Häuser, glaube ich, habe ich das letzte Mal auch abgehakt und angeguckt. Und ich wollte jetzt noch kurz gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Genau, was ich noch sagen wollte... Habe ich mit der das letzte Mal gesprochen? Ich höre. Sprecht nur. Der liebe Urst hat mich darauf hingewiesen, auf wo die neuesten Patches für Myr Arranat abliegen. Ich habe heute den allerneuesten Patch, 1.3.4 von 2018. Der ist gar nicht mal so lange her. Habe ich jetzt installiert und da sollen jetzt angeblich noch mehr Schreibfehler beseitigt sein und solche Sachen. Ne? Deswegen, vielleicht fällt uns heute dann nicht mehr ganz so viel auf. Holy shit. 5 bis 30 Damage. Feuerresistenz 100%? Das ist krass. Schnelligkeit, Akku. Was hat die denn für... 15.000 kostet das. Angriff festigen, 15 Punkte? Das ist mega gut. Das ist einfach mit jeder... Soweit ich weiß, wenn zum Beispiel mein Dolch 12 bis 15 Schaden macht, dann so Angriff festigen, ist einfach ein flacher Damage Increase. Ne? Dann mache ich einfach 27 bis 30 Schaden auf einmal. Das ist ultra gut. Okay, wir müssen uns 20.000! Als ob. Und das ist vor allem dauerhafte Wirkung. Okay, wir müssen uns merken, wenn wir viel Geld haben, müssen wir nochmal zu der Frau hier kommen. Das sieht sehr gut aus, was sie da alles hat. Indranas, die Magiehändlerin. Supergeil. Cool, danke, hat geklappt. Ich war kurz davor auch schon zu versuchen, dachte jedoch, das wird es ja nun nicht sein. Ja, Olaf. Ja. Ich glaube, wenn man es mit Chrome runterlädt, wenn ich jetzt schon zu Browsern sage, der Chrome, fühle ich mich gleich 20 Jahre älter. Aber Chrome, selbst wenn du mit Linkspeichern untermachst, Zielspeichern unter, dann zeigt er dir sogar unten an, Achtung, unsicherer Download, wir haben ihn erfolgreich verhindert. Und dann musst du ihn extra, zumindest bei mir war es so, und dann musst du ihn extra nochmal aufklappen und sagen, nee, ich will es wirklich runterladen. Also ja. Das ist, oh. Bürgermeister! Hast du eine Headcrab am Hals oder so? Ja. The fuck? Das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ist der von irgendeiner Alienrasse besessen oder so? Die sich so an seine Brust festgesaugt hat? Creepy. Ja, ich bin garantiert nicht fremdgesteuert. Okay. Genau so war es auch, deshalb wollte ich erstmal noch ein bisschen Infos suchen. Ja, genau. Blam-Us. Okay, Historiker. Vielleicht für irgendeine Quest oder so. Haben wir noch? Ah, sonst gibt es hier gar nicht so viele Häuser. Okay. Dann in dem großen Haus hier, waren wir da... Hat es überhaupt eine Tür? Das hat keine Tür? Das hat wirklich keine... Willst du mich verarschen? Hier steht ein riesiges Haus und da ist halt echt keine Tür. Okay. Die haben ein riesiges Haus hingestellt und keine Tür reingemacht. Ja, na dann. Wahrscheinlich ist der Zugang unterirdisch. Die sind so dumm. Die Architekten hier haben keine Ahnung, wie Häuser funktionieren. Upsi. Oh. Ich bin einfach Fan, sobald irgendwo etwas glänzt. Hammer. Was gibt's denn? Ach, Raikros, hallo übrigens, ich habe dich gesehen. Und Fleckma, hallo, hallo, wunderschönen guten Abend. Nächster Patch, bitte. Genau. Hast du irgendwo irgendeine Robe hier mit dauerhafter Benutzung? Irgendwas Geiles? Nö.
Okay, dann behalt deinen Scheiß. Aber ich muss sagen, die Inneneinrichtung ist ganz nett. Ne? Sieht hier so schön dicht dekoriert aus mit den Kisten, dem Schrank und so weiter. Das Haus ist ein Easter Egg. Genau, genau, das ist es. So, kurz safen. Und jetzt suchen wir fünf Klauenwolfsfälle. Okay, außerhalb von dieser Stadt sollen wir 5 Klauenwölfe töten. Das machen wir. Warte, wo hat es irgendjemand letztens geschrieben? Von wegen, ach genau, das war bei uns auf dem Discord, hat irgendjemand ein Highlight gepostet. Was ist das eigentlich für ein Mickey-Maus-Handschuh? Bah! Oh, da hat ziemlich viel Leben. In Klammern, Questgegenstand, sehr gut. War das ein Klauenwolf? Ah ja, okay. Die Lähmung, glaube ich, probiere ich nicht mehr. Die Lähmung suckt ass. Ey! Oh, ein Feuerball reicht. Okay. Egal, ich zauber trotz, ich muss meinen Skill steigern. Ich hau die hintereinander weg. Oh, Oblivion Master Freak sagt, ich soll speichern. Hast du schon einen Save? Nee, noch nicht. Wir sind hier noch ganz, ganz jungfräulich. Hier ist dein persönlicher Myr Aranat Speicherpunkt. Ich wollte schon Argwind sagen. Das ist der Handschuh von... Ja, genau. Das ist der Handschuh von Michael Jackson. Kann mir irgendjemand eine Mod erstellen? Er greift mich an. Kann mir irgendjemand eine Mod erstellen, dass bei jedem zweiten Zauber oder so kommt irgendwie ein... Hihi. Das wäre... das fände ich sehr immersiv. Yo! Ey! Gut. 1, 2, 3. 2 noch. Ich habe mir Skyrim mit DLC geholt und ich liebe es. Nice, Bro. Someone do it! Ey, ich höre Füße. Ah. Ist das ein Bärenjunges? Wer weiß, ich kann es nicht looten, aber jetzt ist es tot. Im YouTube-Ankündigungsvideo hast du Argwend gesagt. Echt? Ah, fuck. Ich habe mich, Michael, schon gefragt, warum du als Kommentar... Ah! Oh, der Damage. Wo ist mein Schildzauber? Gut. Feuerball. Ey. Ich habe mich schon gefragt, warum du warum du in den YouTube-Kommentar geschrieben hast, so, gibt's heute Argwend, bla bla bla. Und ich so, hä, von was redet der? Oh, er ist schon tot. Warte, jetzt habe ich mehr als 5 getötet, oder? Oh nee, ich habe erst 4. Ach, das andere war kein Questwolf. Okay. Ich habe mich schon gefragt, was du gewollt hast. So, hä, warum schreibt er irgendwas von Argwend unter meiner Myr Aranat-Ankündigung? Nein, Scheiß. Heute geht's weiter mit Argwend, ja. Hört auf, mein Ankündigungsvideo zu gucken! Das zählt nicht! ich habe in meinem Kopf so abgespeichert, dass Shure AI Argwend gemacht hat und dass wir auch Argwend spielen werden. Und ständig erzählen alle von Argwend, dass ich... Kopfmäßig bin ich schon so vorgespeichert auf Argwend, dass ich... Was zum Teufel? Ey! Oh mein Gott, hat es viel Leben! Nee. Obwohl... Nee. Ah! Nein! Ahnengeist, Alter, wie viel Leben. Jesus, 5 Feuerbälle hat er ausgehalten. Hat unsere heutige Argwend-Erfahrung gestohlen. Prediction erfüllt, genau. Hä? Ihr seht mitgenommen aus. Ihr sucht besser einen Heilkundigen auf. War der schon vorher da? The fuck? Hä? Bin ich gerade in einer anderen Stadt? Die Stadt ist 10 Quadratmeter. Wie kann ich mich verlaufen? Ihr seht mitgenommen aus. Ihr sucht besser einen Heilkundigen auf.
warte. Ach, hier bin ich ursprünglich. Jetzt bin ich einmal außen rumgelaufen und habe mich schon verlaufen. Okay. So. Ja, das ist er. Das. Nein! Das muss er sein. Questgegenstand. Nice. Okay, wir haben fünf Questgewölfe gekillt. Alles klar, dann sind wir fertig. Gilt die Vorhersage von gestern Nacht? Tot bis 21 Uhr? Nein. Also ich bin noch nie in Myr Aranat gestorben. Noch nie. Ihr seht mitgenommen aus. Ihr sucht besser einen Heilkundigen. Hört auf, mir alle zu sagen, dass ich mitgenommen aussehe. Neue Vorhersage. Wird ein NPC die nächsten 10 Minuten noch sagen, dass Stone mitgenommen aussieht? Genau, ich verlaufe mich bei Shurei nicht. Ich nehme nur einen anderen Weg und gehe noch ein bisschen erkunden. Ich habe übrigens alle Wölfe getötet. Fuck, was ist es? Befehle? Ah, er hat also die Klauenwölfe getötet. Ich habe jetzt nach dem Begriff Wölfe oder Klauenwölfe gesucht. Ich werde 5 der Wolfsfälle an mich nehmen. Also alle. Okay. Nehmt etwas Gold und diese Tränke als Sold. Ich hätte als nächste Aufgabe für... ich hätte die nächste Aufgabe für euch. Aber es steht euch frei, ob ihr zuerst hier euch einleben wollt. Hier gibt es doch gar nichts. Sprecht mich einfach an, wenn ihr bereit seid. Rehont. Ich bin bereit. Nun... Ich weiß recht wenig über den derzeitigen Stand im Land, den sogenannten Landstand. Insbesondere sollten wir immer ein Auge auf die Dunkelelfen halten, wenn nicht sogar 2. Sagt er eigentlich genau dasselbe, wenn ich einfach einen Dunkelelfen spiele? Der Sack. Ihr solltet euch nach Ertorat begeben. Wenn ihr dort ankommt, sprecht mit Priester Terimus, den ihr in der Kathedrale finden könnt. Er ist ein alter Bekannter von mir. Nach Ertorat gelangt ihr am schnellsten mit dem Boot. Okay, cool. Ab in die Hauptstadt, würde ich sagen. Ich wünschte, ich könnte mich hier schlafen legen, aber es ist ja dein Bett. Gab es hier eigentlich wirklich kein... Es gab hier kein anderes Bett, ne? Wir sind hier das letzte Mal schon überall oben rumgelaufen. Das ist hier einfach nur so ein Gang. Der hat das letzte Mal gesagt, wir dürfen diesen Turm hier ruhig zum Ausruhen benutzen. Moment! Okay, ich habe gerade mein Mana geprüft. Puh. Ich habe noch Mana-Regeneration. Ich war kurz schockiert, weil ich dachte, dass der neueste Patch die Mana-Regeneration fixt und entfernt mit dem Atronach-Sternzeichen. Puh. Zum Glück ist das zu meinem Vorteil fehlerhaft. So, dann würde ich sagen, joggen wir zurück nach Arelda und nehmen von da aus das Boot zur Hauptstadt. Das ganze Gerede über Dunkelelfen erinnert mich irgendwie an das Videospielmeisterwerk Die letzte Schlacht der Elfen. Ja, das war exzellent. Ich wünschte, ich könnte in der Stadt... Kräuterkunde... Wie lernt man Kräuterkunde? Lass mich kurz eine Sache checken. Lass mich zum Magier gehen und gucken, ob der vielleicht ein Buch verkauft, wo Kräuterkunde drin steht. Irgendwie so Kräuterkunde, Lernfähigkeit. Warte, hier war ich. Siehst du, ich war noch gar nicht in diesem Zweig der Stadt. Ich weiß halt nicht, ist es... Es könnte entweder ein Buch sein oder es könnte hier irgendeine Dialogoption sein, wo dann halt Kräuterkunde steht und dann bringen sie dir etwas bei. I don't know. Finde ich den neuesten Patch im Shurei Forum. Ist Urst gerade irgendwo... Er ist, glaube ich, gerade nicht da. Der Urst hätte auf jeden Fall den Link parat. Der Link war ziemlich versteckt. Warte, ich tabbe kurz raus. Wir gucken mal. Ich möchte gerne helfen. Das ist auf einer Extra-Seite. Und zwar hier. Ach, Urst ist da. Ah, okay, sorry. Ich dachte, ich habe die noch nicht gelesen. Da ist der Link, nur falls es euch interessiert. Myr Mods heißt die Seite. Und das hier unten
Myr Aranat MA Korrekturen 2018 und folgende. Das ist der inoffizielle Patch von 1.3.3 auf 1.3.4. Wenn ihr noch keinen Speicherpunkt gestartet habt von Myr Aranat, dann könnt ihr euch den Patch holen, weil der Patch ist gleich von 1.0.0 auf 1.3.4. Dann müsst ihr nicht die ganzen anderen Patches noch draufhauen, sondern dann macht ihr einfach das Ding an und dann braucht ihr nur eine ESP. Ich habe jetzt das Ding hier drauf gemacht, weil ich den Speicherstand angefangen hatte mit 1.3.3. Aber ja. So, Achtung! Das letzte Mal hat das Switchen funktioniert. Nice. Mein Stream ging nach. Ja, nee, alles gut. Ist egal. Wo bin ich hier? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ah, nee, hier ist die Seitengasse. Nee. Fuck! Alter, ich drehe mich hier 20 Mal im Kreis. Wo ist die Gasse, wo der Lebensmittelhändler gerade eben war? Ich kann euch nicht. Ja. Rathaus war ich gerade eben. Es sah nicht aus, als ob die extra Quests haben. Ihr seht mitgenommen aus. Ah, hier. Beim westlichen Eingang der Stadt waren nochmal. Ich glaube, in Persiens Haus waren wir dann auch noch. Wo ihr hintretet. Kann ich euch helfen? Ausbildung, okay. Ich behalte mein Geld für Ausrüstung. So, Lebensmittelhändler, da waren wir. Ausstatter, siehst du? Die haben sogar einen Rüstungshändler oder was auch immer. Ihr sucht besser einen Heilkundigen auf. So, alles einmal kurz fresh machen. Achtung! Okay, nee. Ich dachte, hier ist vielleicht das Buch zum Lernen, das Buch zum Kräuterkunde lernen. Ja, müssen wir noch. Achso, hast du eine Dialogoption, die Kräuterkunde heißt? Das. Nice, Beschwörung verbessert. Wisst ihr was? Okay, jetzt müsste ich alle Häuser durchhaben hier. Ne? Ja, ich glaube, ansonsten waren wir schon überall drin. Reisen wir nach Erto Erotat. Tatotat. Dort kriegen wir nämlich bestimmt einen Magier, der auch Heilzauber verkauft, erstens. Und da sind wahrscheinlich alle möglichen Händler und so. Und da können wir auch bestimmt Kräuterkunde und solche Sachen lernen. Lass uns da. Wir haben 2000 Draken, Goldstücke. Damit sollten wir uns einiges leisten können. Bitteschön. Wir haben das letzte Mal ein Reh nicht liegen sehen. Lacht sich gerade kaputt, weil Stone sich verläuft. Nee, ich habe mich nicht verlaufen. Wer hat das vorhin gesagt? Es wurde schon korrekt erkannt. Ich habe einen alternativen Weg eingeschlagen. Ich wollte nämlich gucken, ich wollte euch verwirren. Ne? So. Hydriere dich, Stone. Alles klar. Zählt auch Kaffee als Hydrieren? Ich kann mich bis heute noch erinnern, wie mir im Stream jemand vor 6 Jahren gesagt hat, dass Kaffee nur dehydriert und nicht hydriert. Ja? Das stimmt natürlich. Deswegen sind auch alle Leute, die ein paar Kaffee am Tag trinken, so kleine schrumpelige Rosinen. Die sind schon komplett ausgetrocknet. weil es euch dehydriert. Ihr nehmt die Flüssigkeit auf und das ist im Prinzip einfach wie Salz zu sich zu nehmen. Ey! Bra! Ah! Bitch! Ah, warte. Ich muss meine Dolchfähigkeit auch mal ein bisschen trainieren, ne? Ich kann. Magie ist zwar geiler, aber. Vielleicht muss ich einen guten Lehmzauber holen und die Gegner dann lähmen und dann einfach vor mich hinstechern. Vielleicht wäre das eine Idee, um mich zu skillen. Kaffee ist nur harntreibend. Ja, ne? Du musst halt öfter aufs Klo. Ron stirbt auch nicht, das ist nur spontaner Sekundenschlaf. Ja, genau. Guck mal! Das ist der gleiche Hase vom letzten Mal. Es gibt, glaube ich, auf der gesamten Strecke, die wir bisher gelaufen sind, genau einen Hasen. Genau einen Hasen. Und das ist der Hase.
Da war auch genau das letzte Mal, auch genau hier, kurz nachdem wir von Arelda aus losgelaufen sind. Logico! Ach, Geburtstag sogar, Logico! Vielen Dank für die 2 Jahre Unterstützung! Für den Geburtstag kann man schon mal in diesen Screen hier reingehen, nicht wahr? Logico, vielen Dank für 2 Jahre Unterstützung. Willkommen im Allerheiligsten, im Käsetempel. Ich bräuchte hier eigentlich noch ein Hintergrundbild, wo man so einen großen Tempel im Hintergrund sieht. Das wäre eigentlich cool. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Weil es ja ist ja nicht so, als ob ich irgendwie 30 Mal pro Stream irgendwo hin switche. Wegen einem Sub-Switche. Streichelst du das Häschen? Ging leider nicht. Ich habe versucht, das Häschen zu streicheln mit E, aber ich wollte es jetzt nicht versuchen, mit dem Dolch zu streicheln, aber ich bin heute 30 geworden, ich bin alt. Was soll das heißen, Manu? Ich bin 31! Sag nix! Ich will nix hören! Und der Hase hat mehr Animationen als alle anderen NPCs und Tiere zusammen. Genau, ja. Aber alles Gute, Manu, natürlich. Übrigens, das ist jung. Manu 30? Also, als ich dich das erste Mal gesehen habe, hätte ich jetzt gedacht, du wärst jetzt maximal 23. Seid ihr vergessen? Okay. Die haben alle hier nichts zu sagen. Ich kann euch nicht helfen. Ich kann euch nicht helfen. Ich will auch gar nicht zu dir, sondern zum Bootsfahrer. Zum Gondelchef. Ich habe schon seit einer Weile 0 Ausdauer. Übrigens. Komplett leer gesaugt. So. Aus Gewohnheit speichern vor jeder Reise, ist ja klar. So, Ertorat. Ja. Nice. Ah, guck mal, das letzte Mal waren wir, glaube ich, nachts oder abends hier. Jetzt ist es schön hell. Auf eurem Weg. Ich meine, wenn wir jetzt hier sind... Stopp! Perfekt. Erstmal ins Steueramt. Ja, bitte? Ja. Noch ein Paladin. Ich dachte kurz, das wäre mein Chef. Chill! Ich bin mir so unsicher, ob die irgendwelche Quests haben. Hallo? Ich glaube nicht. Nice, Schmied. Nice, Sicherheit. Nice, Speer. Also die Bücher lohnen sich. Nicht wahr? Die sind wirklich toll! Ich liebe den Soundtrack! Ich habe den sogar schon leiser gemacht. Habt ihr etwas zu sagen? Oh, 100 Goldstücke. Was treibt euch hierher? Oh. Wieso gehe ich nicht in Stealth? Ihr guckt doch gerade alle weg. Shit. Ich brauche Chamäleon oder sowas. Guck mal, das haben die extra da hingelegt, damit man sich daran bedient. Das liegt hier so offensichtlich einfach mittendrin auf dem Boden und ist ein besonderer Handschuh mit 20 Punkte Sicherheit. Das ist voll gut. Aber ich kann ihn nicht nehmen, weil er lässt mich nicht in Stealth reingehen. Was treibt euch Schweine. Ihr Schweine, ich räume euch alle noch aus! Ich meine, das habe ich gerade nicht laut gesagt. Ich meine, sowas sollte man vielleicht nicht im Steueramt sagen. Ihr solltet nicht hier sein. Ich bin ein braver Bürger. Ihr solltet nicht hier sein. Erzmagier. Oh, oh ja! Oh ja! Oh, guck dir das an. Nice. Wieso heißt jeder Zauber sicher?
Sichere. Das ist alles Fähigkeitenfestigung, ne? Wir brauchen noch ein Ausrufezeichen Dummbefehl. Du bist so dumm! Jo! Almsibi-Wiederherstellung? Auf Berührung? Bitch, please. Warum würde ich jemand anderem helfen wollen? Das soll auf mich gehen, wenn ich ein Problem habe mit irgendwelchen Werten. Warte, Alchemie. Okay, der hat nur so Festigungsdinger. Für eine Minute. Naja, das ist nicht worth. Das ist nicht so geil. Wäre das auf sich selbst, wäre das super. So als die Wiederherstellung, aber das brauche ich leider nicht so wie. Auf eurem. Als Dieb sind mir die anderen egal. Ansonsten natürlich nicht. Oh, kann irgendjemand Rion Saya für 2 Minuten timeouten? Da möchte jemand geklatscht werden. Apropos Malkador, klatsch. Du kannst es nicht klauen, weil noch die Wette läuft, ja. Also ich hätte es fast geklaut. Wenn das Diebstahl-Symbol, also wenn das Symbol für erfolgreiches Stealth aufgeploppt wäre, dann hätte ich es probiert. Ron ist ein hilfreicher Mensch, der nie was klaut. Genau. Ich habe eine reine Weste. Oh. Kein Skillpunkt? Okay. Hallo. Oh, schöner Wandteppich. Die Leute haben hier alle so besondere Namen und so besondere Häuser, dass ich die ganze Zeit denke, dass hier irgendwo irgendwelche Quests sind, aber nein. Gab's im Standard Morrowind fallende Blätter? Das kommt mir jetzt gerade neu vor. Ist das neu? Bilde ich mir das nur ein oder ist das neu? Das ist mir auch schon im Wald aufgefallen, wo wir unterwegs waren, dass da so langsam die Blätter runtergefallen sind. Okay, die hat nix. Ah! Da ist die Kathedrale, da gehen wir gleich rein für die Quest. Ich glaube, das ist neu, ja, ne? Der Wille war da, Pre-Crime, genau. Oh, wen haben wir denn da? Ich hätte euch in diesem Durcheinander fast nicht gesehen. Ich dachte gerade eben, der hat nur eine besonders dicke und lange Nase. Aber das war nur sein Zopf da hinten aus der Ferne. Dann ist die Wette unentschieden, oder? Auf eurem Weg. Oh, noch ein Paladin. Scheint auch keine Quest zu haben. Und du? Ausbildung? Nein? Okay. Wie heißt der Typ, den wir suchen? Ja. Priester Therimus. Sind wir dem nicht schon begegnet? Oh! Okay. Warte, kleiner Test. Auf Ziel. Erfolgschance für Zauber, naja. Oh. Minus 27.000! Okay. Noch, ich habe noch zu wenig Zauber. Lohnt sich noch nicht, da irgendwas zu machen. Nee. Wir gehen jetzt erstmal Priester Therimus in der Kathedrale suchen. Morrowind hatte auch nicht so viele Bäume, eher Pilze. True. Bist du? Ihr solltet nicht hier sein. Das halt aber schön hier drin. Ah, du bist der Chef, der mit mir sprechen soll. Oh oh. Der Typ, der die Quest hat, hat hier nirgendwo eine Dialogverlinkung. An diejenigen von euch, die Myr Aranat schon gespielt haben, habe ich schon viele Quests verpasst, weil ich nicht bei jeder Person ganz genau auf die Dialoge geachtet habe. Also die Nebenquests, die ich gefunden habe, waren die hier direkt im Text in der ersten Zeile so bla bla bla, ihr seht aus, als ob ihr mir helfen könntet. Bla bla bla, ich habe ein Problem mit Ratten. Und dann kann ich Ratten anklicken. Hallo Fumiko! Urlaub! Nice! Osterurlaub, ja? Gönn dir! Entspann dich! Kaleris hat euch zu mir geschickt? Ja. Der alte Paladin ist wieder hier im Land. Das freut mich zu hören. Nun, was will er denn? Er braucht, ich wollte es euch nur sagen. Hört dann die Quest einmal auf. Er braucht Informationen über die Dunkelelfen. Ich traue euch nicht genug.
Soll ich erstmal was für dich machen oder soll... Sieht nicht so aus, ne? Überzeugen, bewundern. Ah, fuck. Warte, vielleicht speichern wir kurz... Sonst kann ich am Ende gar nicht mehr mit ihm sprechen. Ah, fuck, mein Charisma ist zu niedrig. Reichen 10 Draken? Warte. Nun gut, dann geht am besten wieder zurück. Ich habe viel zu tun. Richtet ihm aus, ich komme ihm demnächst einen Besuch abstatten. What? Ah, okay, okay. Warte, warte. Lass mich kurz, also es geht noch, aber lass mich kurz laden. Ich habe Angst, dass ich mir die Quest zerschossen habe, wenn ich zuerst ihm gesagt habe, dass ich wieder zurückgehe. Lass uns kurz resetten, den Sack. Bestechung. Alter, nimm mein Geld. Nimm mein Geld jetzt! Oh, thank God. Okay, nochmal. Nochmal. Hallo! Du Bitch! 100. Thank God. Jetzt habe ich 200 ausgegeben. Hoffentlich ist die Belohnung gut. Ah, Dunkelelfen. Man nennt sie auch die Arorma. Nein, Dunmer. Das ist ein heikles Thema, Rehond. Ich glaube, der Schatten kehrt zurück. Es liegt eine gewisse Ruhe in der Luft. Ja! Wie die Ruhe vor dem Sturm. Gerüchte gehen um, dass die schwarze Zitadelle erneut auf den Ruinen der einstigen Stadt Narazul errichtet wurde. Narazul ist eine Stadt hier? Okay. Nach so vielen Jahren, tausende Arbeiter wären dazu nötig gewesen, Rehond. Wenn ihr mich fragt, so unterschätzt die Königin die Dunkelelfen und die dämonischen Energien, die in ihnen schlummern. Die meisten unterschätzen sie, weil sie nicht wissen, dass Dunkelelfen unsterblich sind, so wie Dämonen. Ihre Zahl wächst stetig, verringert sich aber nicht. Das bereitet mir große Sorgen. Hier, ich habe euch einen Brief für Kaleris geschrieben. Bringt ihm den Brief. Na dann. Erstmal auschecken. Ich bin froh, dass ihr wieder da seid, um eure Frage zu beantworten. Ja, ich glaube auch, Dunkelelfen, alles klar. Ja? Bischof. Oh. Was war denn das für ein komisches Flüstern? Es liegt eine gewisse Ruhe in der Luft. Ha, 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 ha. Jesus Allah. Das ist hier Drama pur. Was für eine Ruhe in der Luft. Wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euch helfen? Okay, das sind hier nur die Beichtkammern, Seitenausgänge. Ihr solltet nicht hier sein. Yarin Merk. Könnt ihr bitte, egal wo ich hingehe, könnten die Leute bitte aufhören, mir ihr immer ihr solltet nicht hier sein. Zu sagen, dass ich nicht hier sein sollte? Bleibt auf der Seite des Lichts, Halbelf. Denn es könnte eines Tages das Einzige sein, was euch rettet. Ich weiß es. Warte, 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 warte. Besondere Dialogoption. Serenta Hilbon? Ach, das war die Person, von der wir den Brustpanzer gestohlen haben für die andere Quest. Reisen! What? The fuck? Ist das eine Hafenbetreiberin, die hier gerade einfach in der Kirche ist oder so? Moment, ich save mal kurz. The fuck? Gral? Auf eurem Weg. Ah, okay. Reisen. Arelda. Du kannst mich aber nicht nach Dranas bringen, oder? Nee, das letzte Stück muss ich zu Fuß laufen. Da gibt es leider... Ich habe noch keinen Markierenzauber. Teleport wahrscheinlich. Hey, ja. Vielleicht war sie irgendein Mystik-Profi oder irgendwie sowas. Ey, warte, Feuerball. Oh! Fuck. Oh! Hihi! Oh, gut. Passt. Ich muss trainieren. Okay, bei den vielen Meeren Elder Scrolls kann man sich schon mal durcheinander kommen. Bitte um Verzeihung. Sind Dunmer nicht die Waldelfen? Nee. Auf eurem Weg. Genau, die Bossmeer, ja. Wie ist nochmal die Hochelfen?
Was für Meer? Dunmeer, Bossmeer. Ja. Altmeer, ach, Altmeer, ja, genau. Altmeer hießen die Dinger. Ja. Genau. Smiles, vielen Dank für die 35 Monate. Der Mickey Mouse Handschuh, ja. Der Michael Jackson. Oder Mickey Mouse. Hey, Pluto! Ah, ich kann da noch was tun, Steintrollbald. Ein roter Würfel Steingassen. Er kann da noch was tun. Danke, Smiles. Danke für die. Oh, Alter, wie viel lädt der? Ich bin mitten im Nirgendwo. Hallo, Elektro. Was ist denn das für ein Lorwissen hier? Ich bin enttäuscht. Ja. Ich sollte mich schämen. Da hast du recht. So, das ist Basiswissen. Ich hab Hass. Skyrim Special Edition stürzt ständig ab. What? Hast du es mit Mods zugeballert oder was? Ihr solltet nicht hier sein, ist das neue Was, sagte dir. Ja, ich musste auch schon dran denken. Ich meine, wir haben Ausrufezeichen Was, wir haben Ausrufezeichen Gramfeste, Ausrufezeichen Nicht hier, wäre dann wohl das nächste. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr solltet nicht hier sein. Das hat mir bisher in jeder Stadt jeder NPC gesagt, dass ich nicht da sein sollte. Das klingt immer so, als ob ich gerade dabei wäre, irgendeinen Diebstahl auszuführen, aber ihr kennt mich. Ich stehle nie. Ich habe eine reine Weste, eine reine Seele. Ich bin der beste Bürger. Es stürzt immer an einer Stelle ab. Nur an dieser einen Stelle, die ich nicht umlaufen kann. Ah ja, das Problem kenne ich auch noch. Das ist manchmal aufgetaucht, das Problem, wenn er irgendeinen Trigger für eine Quest oder so hat versucht zu laden. Das ist natürlich bitter, wenn sowas passiert. Bei mir hat manchmal das dann geholfen, wenn ich alle Mods ausgeschaltet habe, neuen Speicherpunkt angelegt habe. Dann ging meistens alles. Hab die Stelle gemacht, wo ich drüber laufen musste, wo ein Quest-Trigger war, was auch immer. Hab die Quest gemacht und hab danach die Mods wieder eingeschaltet und dann ging's. Aber das ist mir, glaube ich, zweimal passiert. Also nicht so oft. Aber zweimal war es halt echt unglücklich. Und nee, warte. Mir ist es zweimal passiert mit dem Absturz an der gleichen Stelle. Einmal habe ich das so mit allen Mods ausschalten, Quest machen und dann wieder alle einschalten gemacht. Und einmal, ich weiß noch, der Absturz ist immer an der gleichen Stelle gewesen, als ich so von Stadt A nach Stadt B gelaufen bin. Von Punkt A nach Punkt B. Und was ich dann gemacht habe, ist die Schnellreise benutzt. Quasi, ich musste von hier nach hier und es ist immer auf der Strecke abgestürzt, auch wenn ich so einen Bogen gelaufen bin, immer abgestürzt. Ich habe dann eine Schnellreise auf die andere Seite der Karte, also auf die andere Seite von meinem Zielpunkt gemacht und bin dann von der anderen Seite hingelaufen und dann ging's. Ich weiß nicht warum, aber von der anderen Seite war es dann okay, da gab es dann keinen Absturz und danach hatte ich an der Stelle dann auch keinen Absturz mehr gehabt, also super weird, aber das mit der anderen Seite hat was gebracht, hat geholfen. Beste Grüße. Die Rüstung sieht schick aus. Meine oder was? Naja, selbstverständlich. Terimus! Okay. Ich habe 200 Münzen bekommen. Das ist genau das, was ich benutzt habe, um ihn zu bestechen. Oder 170 oder so. Lohnt sich ein neuer Run auf der Special Edition bei Skyrim? Naja, was heißt lohnt sich? Kommt drauf an. Bei der Special Edition von Skyrim waren die beiden Add-ons mit dabei, ne? Hast du noch nicht die beiden Add-ons gespielt? Dann ja, auf jeden Fall. Zwei lange Wochen Urlaub. Oh, so nice. Alternativ müsste ich 200 Mods deaktivieren. Ja, wenn es kein Trigger ist, dann probier's mal so, wie ich es gemacht habe, Raziel, von der anderen Seite ranlaufen. Das ging dann. Ich habe keine Lust mehr auf Skyrim gerade. Verständlich. Hätte ich auch nicht mehr. Terimus gab euch einen Brief für mich. Ich nehme ihn an mich. Hier steht, die schwarze Zitadelle wäre wieder errichtet worden. Das sind in der Tat beunruhigende Neuigkeiten. Die Zitadelle, die jetzt hier in Arazula ist, ne? Ich gebe euch für eure Mühen 200 Goldstücke. Besorgt euch damit bessere Ausrüstung. Für 200 kann ich mir nichts kaufen, Bro. Die werdet ihr brauchen. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr auch schon die nächsten Befehle entgegennehmen. Ja, komm, gib. Ah, Ofumeko!
Da kommt er reingeslidet. Die nächsten Befehle? Cheese for everyone! Ofumiko, dein nächster Befehl ist Urlaub genießen. Dankeschön für 27 Monate Unterstützung. Auch wenn die Meldung gerade die Meldung für einjähriger Geburtstag war. Keine Ahnung warum. Aber Dankeschön. Danke, danke, danke für die lange Zeit. Dann werde ich euch die nächste Aufgabe anvertrauen. Rehond, sehr gut. Nordwestlich von hier liegt eine verfallene Burgruine. Der ehemalige Fürst dieser Burgruine hat die Besitzurkunde des Landes niemals an die Gelehrten zurückgegeben. Daher vermute ich, dass sie immer noch innerhalb der Burg sich befindet. Eure Aufgabe ist es, die Urkunde aus dem Schutt zu bergen, bevor sie in die Hände der Waldläuferbruderschaft fällt. Okay, da sind überall irgendwelche Diebe dann unterwegs. Nehmt euch in Acht, die Willenlosen durchstreifen die Ruinen. Die auch noch. Okay, 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 okay. Was hast du gesagt? Nordwestlich von hier. Okay. Nordwestlich, nordwestlich. Okay, 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 okay. Das ist hier gerade ziemlich, haben wir schon Level Up? Pff, noch lange nicht. Können wir kurz vielleicht bis morgens warten? Ja. Ja, viel besser. Damit wir auch sehen, wo wir hinlaufen. Auf eurem Weg. Ich meine, eine Ruine bei Nacht wäre auch gruselig gewesen, aber... Nordwesten, Nordwesten, nur hier. Ist das schon die Ruine? No way. Ich hätte einfach irgendjemand eine Mauer an den Weg gebaut. Okay, fair enough. Ich will mein Buch überarbeiten und ein bisschen zeichnen üben. Boah, ey. Eines Tages werde ich mein Buch fertig schreiben. Aber ich glaube dann, damit ich das irgendwann fertig schreibe, muss ich... Also, da darf ich dann nicht streamen, weil da einfach keine Zeit dafür da ist. Das wäre so nice. Ich meine, ich sag mittlerweile schon seit 12 Jahren, dass ich mein Buch dann mal fertig schreiben will. Aber bisher... Bisher hat das nicht so gut geklappt. Burgruine, das sieht auch gut aus. Ich glaube, habe ich nicht sogar auf YouTube vor einigen Jahren mal ein Let's Read vom ersten Kapitel oder so hochgeladen? Yo! Bra! Ah! Bitch! Pain! Okay, der hat nicht so viel Schaden gemacht, wie erwartet. Ich war nur schockiert, wie viel Leben der hat. Yes, yes. Gut. Guck mal, wie es von der Decke tropft. Sieht cool aus. Ja. Das Buch hieß Rain. Das hatte damals natürlich einen englischen Titel. Weil alle coolen Kids englische Titel für etwas benutzt haben. Zum Glück hat er mich noch nicht gesehen. Rain. Und der Subtitel war, glaube ich, Zeit des Aufbruchs. Rain, Zeit des Aufbruchs. So cool war ich. Und ich hab die ersten drei Kapitel damals geschrieben oder so. Das ist irgendwie Zaubern ist in Morrowind so befriedigend. Sieht so schön smooth aus, die Animation. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig. Ha! Bitch! Alter, wie viel Leben der hat? Geht's noch? Sehr gut machst du das! Sehr gut machst du das! Perfekt. Klasse hast du das gemacht. Wo sind wir stehen geblieben? Kräftig, deftig, würzig, gut. Ein paar Masche aus dem Buchen. Oh! Sackt. Aber hey, besonderer Handschuh, nehme ich mit. Yes, yes. Wo waren wir gerade? Buchenwald. So ist der Brauch. Ne? Warum ist er so langsam? Ah! Jesus.
Bra, bra. Nice, Kurzwaffe. Jetzt gehen die Level-Ups hier los. Zieh rein. Fuck, funktioniert nicht. Ist egal. Dann zieh dir halt nicht rein. Ey, ich bin so froh, gerade den Feuerzauber gekauft zu haben. Huh, der ist nice. Bam! 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 Ist hier noch einer? Nein? Gut. Spielt die Mod im gleichen Universum wie Nerim und Enderal? Ja. Wenn du nach einer Mango, wenn du nach einer Karte googelst von Vyn, V-Y-N, so heißt die Welt. Ich nehme mal das Buch mit, weil das ist eigentlich 300 wert. Dann wirst du sehen, dass Myr Aranat und Arctvent auch auf der gleichen Welt wie Nerim und Enderal sind. Aber die Story hängt nicht zusammen. Die Story hängt nicht zusammen. Nicht richtig zusammen. Stone, das ist Schleichwerbung. Wirst du etwa gesponsert von Pommersche? Das wär's so cool. Pommersche, ruf mich an, ne? Weißt du Bescheid. Ah! Oh, jo, chill. Aua. Ah, okay, ich war schon verletzt. Der Schaden von dem Viech, ich dachte, das wäre höher. Hm, der Schaden ist nicht schlecht. Besitzurkunde. Gemäß des König Fallas bleibt die Burg Grolz bis zum Tode des hiesigen Burgherrn und dessen Verwahr in Besitz. Okay. Nehmen. Wie schon meine Deutschlehrerin zu sagen pflegte, eins nehmen, weitergeben. Okay. Ich glaube, wir haben den Dungeon leergeräumt. Genau. Kleine Burg. Nette Sache. Gruselige Zombies. Ich bin fertig. Ich mag es, wie es die ganze Zeit von der Decke tropft. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, ob über uns ein Stausee ist oder so. Wie? Alter, die Höhle hat den Drip. Wie nass kann man eigentlich sein? Du musst jetzt Dauerwerbesendung hinschreiben. Ja, echt so. Atmosphäre. Tröpfchen. So, ja gut, aller hopp. Dann hüpfe ich direkt mal wieder zurück. Würde ich jetzt sagen, wenn ich einen Rückkehrzauber hatte. Aber dann laufe ich nun mal eben zurück. Ich muss die Sachen eigentlich direkt wieder verkaufen, weil ich so viel langsamer bin. Der Boden tropft einfach weiter, sonst wird es ja irgendwann volllaufen. Ja, genau. Ach, weißt du, das ist ja so irgendeine alte Burgruine. Die Steine sind da gar nicht so eng und akkurat aufeinander gestapelt. Das fließt einfach durch bis in den Boden rein. Ach, das ist Atmosphärmusik. Okay, ich dachte, das wäre Kampfmusik. Atmosphärmusik. Pommersche aus dem Buchenrauch. Ah. Ach, Pommersche aus dem Buchenrauch? Naturgewürzt und das schmeckt man auch. Alter, ich lag ja komplett daneben. Pommersche aus dem Buchenrauch, frisch auf den Tisch, so ist es der Brauch. Siehste mal, Malkador, danke. Endlich jemand, der sich mit Wurst auskennt. So Leute braucht's auf dieser Welt. Ihr seht aus, als hätte es Ärger gegeben. Ihr braucht einen Heiler, der nach euren Wunden sieht. Ich habe keinen Heiler. Ah, gut, ihr habt sie. Danke, Rehond. Ich denke, 200 Goldmünzen sollten angemessen sein, oder? Hätte die Waldläuferbruderschaft die Urkunde vor euch in die Hände bekommen, wäre das fatal. Kann das überhaupt passieren, wenn ich zu langsam gewesen wäre oder so? Dann hätten sie das Land hier im Besitz. Ich nehme die Urkunde an mich. Ich habe schon die nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe? Ja! Priester Fardan bat mich, euch auszurichten, dass er eure Hilfe benötigt. Geht zu ihm, okay. Hast du selber noch was? Geht zu Priester Fardan, okay. Und wo ist der? Warte, kann ich dich fragen, wo der... Wie geht es euch? Nee, ich kann es nicht anklicken, okay. Habe ich doch richtig gesehen. Wo ist er? Stand hier nicht irgendwo ein Typ in der Robe? Genau der da? Ist es der Priester? Hallo? Ah, ja. Ihr seht mitgenommen aus. Ihr sucht besser einen Heilkundigen auf. Du bist der Priester! Du bist literally der Priester! Kannst du mich heilen, zufällig? Hast du eine Dialogoption, die heilen heißt? Nee, ne? Du bist fucking nutzlos. Außer du hast Geld für mich. Ah, gut,
Was hier kommt, Rohond? Die Willenlosen schänden den Friedhof von Dranas. Ich will, dass ihr dem ein Ende setzt und die Untotenhorden auslöscht. Der Friedhof ist ein Stück nordöstlich von hier, gleich an der Straße. Okay. Keine weiteren Fragen. Ich gehe raus und töte alles. Also, die sind ja schon tot. Ich töte sie dann halt nochmal. Würste sind toll, genau. Er hat das Wort gesagt. Boah, stellt euch vor eigentlich, was für ein Betrug das wäre, wenn ich mich von Wurst sponsern lassen würde. Weißt du? Als eindeutig bekennender Käsekanal. Ich glaube, das wäre ein Sponsoring, das dürfte ich einfach aus moralischen Gründen nicht annehmen. Bist du ein Feind? Wer bist du denn? Ormana. Ich bin froh, dass ihr kommt, Rond. Ein Wolf pirscht nun schon seit Tagen um mein Lager. Ich bitte euch, ihn von mir fernzuhalten. Nein, ich flehe euch an, Rond. Befreit mich von dieser Bestie. Lederverschnürte Truhe. Alter, was ist denn das für ein fancy Wort? Lederverschnürt. Oh. Hey, brauchst du, was da drin ist? Riechst du gerade an deiner eigenen Hand? Ich habe ganz genau gesehen. Wo ist der Wolf? Ah ja. Bra! Ja, bra! Oh! Fucking! Ah! Junger Wolf. Der hat aber viel ausgehalten dafür, dass er ein junger Wolf war. Sie hat den Löw gemacht. Ja, genau. Ich bin froh, dass ihr kommt, Rond. Ein Wolf. Der ist doch schon tot. Ist die Quest kaputt? Hallo? Ich hab dir geholfen. Hallo? Die hat keine Dialogoption. War das der falsche Wolf? Vielleicht war das der falsche Wolf. Das könnte. Also, das war jetzt der einzige Wolf hier in der Nähe. Ich dachte, das wäre es jetzt. Das wäre jetzt gewesen. Scheinbar nicht. Wer? Nein? Doch nicht? Okay. Ah, da hinten ist noch ein Wolf. Okay, also sogar zwei. Vielleicht ist es einer von den Wölfen. Hey du! Hippo! Oh, warte. Fehlgeschlagen. Auf dich zu... Auf ihm zickt... Alter! Fortgeschrittenen Taktiken im Kreis laufen. Oh, jetzt geht's aber los hier. Ach, da ist auch... Okay, okay. Ey, dieser Mickey Mouse Handschuh. Hey, Pluto! Komm. Komm. Bitch! Vielleicht musst du auch irgendwie den Namen Schleichender Wolf haben, oder? Ah! Ah! Pirschender Wolf! Ich wollte gerade sagen, wie viel Damage! Guck mal! Ich bin fast tot! Dieser Kackwolf! Ich nehme mal einen Standardgenesungstrank, weil ich glaube, ein einfacher heilt zu wenig. Steht da, wie viel ein Standard heilt? Nee, ne? Ich glaube, der heilt irgendwie 50 Punkte oder so und wir haben 45 Leben. Das ist immer ein Full Heal. Gott, ey. Hätte vielleicht noch einen Rüstzauber. Nee, ich dachte, der sieht vielleicht anders aus. Der sah genauso aus wie die Kackwölfe. Rohond, ich danke euch dafür, dass ihr mich von dieser Bestie befreit habt. Ich kann euch nicht viel bieten, aber nehmt zum Angleich diesen Dolch an euch. Ja! Dolche sind meine Waffe! 10 bis 20. Ah. 10 Punkte Eisschaden für 10 Sekunden auf Treffer. Das ist verdammt gut. Ich meine, das andere gibt mir festigen Kurzwaffe 10. Der Dolch hier könnte am Anfang besser sein, weil ich mit dem besser treffen kann. Kurzwaffe 10 Punkte. Aber 10 bis 20 Stoßschaden ist ungefähr genauso gut wie 12 bis 17 von der Schurkenklinge. Wie sieht denn das aus? Ich probiere es mal. Ich probiere mal, wie oft ich mit dem Ding treffe, weil ich glaube, mein Kurzwaffenskill 36 ist halt geil, ist was anderes.
So, aber ich suche eigentlich... Achso, ja, Friedhof suche ich, ne? Hat er eigentlich etwas gestohlen? Nee. Ich bin ganz brav. Ich habe auch definitiv auch nicht fast etwas gestohlen. Ich habe meine... Ey. Wie hoch ist der? Der läuft wie eine Robbe. Hast du gesehen? Hallo? Ich suche einen Friedhof? Hat er nicht gesagt, im Nordosten? Ja, noch weiter im Nord? Oder habe ich den jetzt zufällig geskippt, weil ich so einen großen Bogen gelaufen bin? Oh! The fuck? Hat da jemand schon vorgekämpft? Sabinus Oranius. Okay, alles unter Kontrolle. Kann ich dich irgendwie drauf ansprechen, dass du inmitten von Skeletten stehst oder so? Nee, ne? Das hat nichts mit Quests. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht irgendwo Friedhof oder irgendwie sowas steht. Nee, ne? Der hat einfach schon mal ein bisschen vorangekämpft. John! Long John! Ich glaube, das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Dankeschön für die 10 Monate, Long John. Oh nein, nicht du. Warte kurz. Gut. Jetzt testen wir mal den. Oh. Die Wölfe haben weniger Leben als die jungen Wölfe. Immer diese zufällige Musik. Der Soundtrack von Myr Arranat ist schon... Der blastet. Im Vergleich zum normalen. Der Blase. Hat der Typ nicht gesagt, in der Nähe im Nordosten? Hallo? Ich glaube, ich bin tatsächlich zu viel. Wow! Ah, nee, da ist es. Hier, da ist es. Jetzt bin ich aber... Jetzt. Sollte das nicht sogar der Friedhof von Drannas sein? Sound Blaster 3000. So, Freunde. Ich habe keine Ausdauer mehr, aber das ist okay. Oder auch nicht. Es gelingt mir nämlich kein Zauber mehr. Ja, die haben nicht so viel Leben. Jetzt seid ihr dran. Sobald mir der Cast gelingt, seid ihr dran. Zum Glück lauft ihr so langsam. Ihr seid jetzt sowas von dran. Moment, ich muss noch... Fuck! Caste jetzt, Mann! Fuck! Ich hab gleich keinen Mana mehr. Bitch! Ja, gut. Weg, weg. Den probieren wir so. Mein Dolch macht Eisschaden über 10 Sekunden. Oh lol! Wie schnell der leer geht! Ich habe zweimal getroffen! Okay, vielleicht reicht ein Schlag. Guck mal auf dein Leben, auf sein Leben links unten. Oh, der Dolch zieht ja richtig Damage. Nice. Okay, ein Schlag reicht. 10. Das heißt, der Dolch macht 100 Punkte Eisschaden. 10 Punkte über 10 Sekunden. Okay, ich muss mir merken, mehrere Treffer sind auf jeden Fall eine Verschwendung mit dem Dolch. In der Nähe kennst du schon von Morrowind, ja. Die letzte Ruine, die wir aufgesucht haben, die war ja tatsächlich in der Nähe. Der hat auch gesagt, in der Nähe, und die war ja ganz nah dran. Da sind wir nicht so weit spazieren gelaufen. Alter. Ja! Wunderbar. This sucks. This dagger sucks. Literally. Genau. Was soll ich machen? Einfach alle töten? Ne, das war die mit den Wölfen. Ausranas befahl mir, endet seine Willenlosen zu vertreiben. Der Friedhof. Ach nee, der Friedhof befindet sich ein gutes Stück nordöstlich. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte direkt ums Eck. Oh. Kreuzritter Silberhelm. Wert 240. Rüstung leicht?
technisch Diebstahl, wenn die Person eigentlich schon tot ist? Leute, seht ihr das da hinten? Guck mal schnell darüber. Was ist das? Oh, wie ist das in mein Inventar gekommen? 200 Rüstung, das ist ja total krank. Naja. Wie kann das sein? Mensch, das rüste ich doch mal aus. So. Oh, wir haben sogar Spinnenweben. Damn. Gleich mal gammelig. Jetzt klaut er von einem Grab. Nee, nee, was habt ihr? Ich hab doch gesagt, ihr sollt woanders hingucken. Was meinst du? Oha. Ah! Oh, Bitch! Ah! Fuck you. Fuck you. Ah! Ah! Was meinst du? Ziel hat Magie widerstanden. Okay, der Dolch ist jetzt eh leer. Dann lass mal gleich auf den rüber switchen. Also, wir bleiben erstmal bei dem Dolch, würde ich sagen, weil der gibt mir 10 Punkte Kurzwaffe und dann treffe ich besser. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen mehr wert. Boxt mich? Au. Wie viel Leben hat der? Ah, Bitch. Alter, hör auf mich zu slappen! Ich komm nicht mehr weg! Nein! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott. Ich hab über ihn gelacht, aber der hat mir meine Ausdauer weggeschlagen. Der Penner. Warte kurz, ich brauch kurz ein bisschen Ausdauer. Warte einen Moment. Ich muss mich ein bisschen... Zum Glück rennt er gegen die Wand. Der hat mich einfach niedergeboxt. Das Skelett. Ich hab mich... Das waren so lustige Slap-Geräusche, aber der meint's ernst. Bitch. Alter, wie viel Leben der hat. Ja, genau. Lauf das schön gegen die Wand. Ja, ja, ja. Skelett-Kriegsfürst. Puh. Das sieht hier voll schön aus, voll schaurig. Oh! Loser! Loser! Habe ich dich getroffen? Loser! Großer Ahnen. Ziel hat Magie widerstanden. Machst du Witze? Ziel hat Magie widerstanden. Hallo! Das ist alles, was ich kann! Brauch kurz Mana. Oh Gott, der Trank ist ja furchtbar. Fuck! Dolch? Ja! Mach ihn nieder! Auf zu zaubern! Ich frag mich, ob der Typ ein Problem gewesen wäre, wenn meine Klinge nicht verzaubert gewesen wäre. Okay, also große Ahnengeister haben eine krasse Magieresistenz, wie es aussieht. Der hat jedem meiner Zauber einfach widerstanden. Ich frag mich, ob die Chance höher ist, ihn zu treffen, wenn mein Zerstörungsskill besser gewesen wäre. Der Trank ist ja furchtbar, der Geschmack. Doch, keine Mana-Regeneration. Doch, doch, ich hab mal... Guck, wenn du mal drauf achtest, mein Mana regeneriert sich Stück für Stück, aber die ist halt ziemlich langsam. Wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin und ab und zu mal einen Wolf abballer mit einem Feuerball, dann regeneriert sich das, aber wenn ich in einem Dungeon unterwegs bin und viele hintereinander töte, dann kommt die Regeneration nicht hinterher. Ach so, ist das auch Diebstahl, was ich hier gerade mache, dass ich das... Magie ist alles, was ich kann, impliziert, dass du Magie kannst. Urst, sag nix. Ganz dünnes Eis. Ich bin gerade extrem gereizt. Guck dir das an. Durch den Helm sieht das so aus, als ob ich keine Haare mehr hätte. Total schlimm geschnitten. Meine Frisur ist großartig, wie man ganz eindeutig erkennen kann. Dieser Helm tut mir keinen Gefallen. Grausam. Habe ich einen Dietrich? Sehr gut. Machst du Witze? Hallo? Hallo? Das ist Schloss 5. Stell dich nicht so an. Komm.
Hallo? Schloss 5! Muss ich safe scammen? Muss ich hier wirklich safe scammen? Alter, du machst jetzt das Schloss auf. Wie viel hat ein Dietrich gekostet? 30 oder so? Und ich habe über einen Dietrich ja verbraucht. Oh mein Gott. Egal, ich muss Sicherheit skillen. Das ist schon okay. Gut, alles ist getötet in dieser Gruft. Das war alles, ja? Okay. Dann hauen wir wieder ab. Unangemessene epische Musik bis 21 Uhr. Du meinst, ob bis 21 Uhr wieder der Soundtrack spielt? Ich glaube, da werden einfach alle Ja voten. Wenn alle Ja voten, kann niemand Punkte gewinnen. Ey, wenn eine Person Nein votet, dann wird die Person einfach ultra viele Punkte absahen. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, das mit Nein zu voten. Mach's gut, Fleckma. So. Okay, wir sind durch. Dann machen wir wieder mal eine kleine Wanderung. Oh, guck mal hier. Guck dir die Strahlen an. Die Strahlen bedeutet, dass das Spiel modern ist und auf dem neuesten Stand. Guck mal, wie schön. Sieh dir mal an. Seid ihr nicht begeistert von dieser grafischen Qualität? Hammer. Hammer! Gegen Geister hilft nur Verzauberte oder Silber, jedenfalls im Originalspiel. Genau, ich kannte es auch so aus Original Morrowind. Und ich glaube später, also in Oblivion, ist es auch auf jeden Fall so, dass du gegen Geister eine Silberwaffe oder eine Verzauberte brauchst. In Skyrim weiß ich gar nicht mehr. In Skyrim glaube ich auch. Ich kann mich gerade so grob erinnern, ganz am Anfang, du hast halt voll schnell einfach eine verzauberte Waffe. Deswegen in jedem der Games, das ist eigentlich egal. Geht ja relativ fix. Aber... ja, du stehst einfach nur... Wow! Du stehst ja einfach nur rum. Wie spät haben wir es eigentlich? 6 Uhr nachmittags. Das ist eine schöne Lichtstimmung. 6 Uhr abends. Oh. Ja? Nein? Hat irgendjemand zum Zeugpflanzen hier ein Eimerchen mitgenommen? Die Strafe fürs Gräberplündern, ja. Alter, der Helm ist so gut. Habt ihr gesehen? Habt ihr meinen Rüstungswert gesehen? Der ist normalerweise im Schnitt 11. Der Helm treibt den auf 33. Vielleicht hat mir deswegen der Geist nicht so brutal viel Schaden gemacht, weil der Helm einfach... Und genau, ich stimme zu, Kuro. Plünderung ist ein böses Wort, man verhindert nur Verschwendung. Das ist korrekt. Hast du per Mod eigentlich die maximale Sichtweite erhöht? Nee. Das ist hier die Standardsichtweite. Ich hab mich nicht getraut, mit dem Graphics Extender die Sichtweite zu erhöhen. Noch nicht, vielleicht das nächste Mal. Silber war effektiver gegen die Werwölfe. Ja, genau. Aber für die Geister würde mich das auch mal interessieren. Ihr habt den Friedhof also befreit? Nun gut, ich will euren Worten Glauben schenken. Ich bin sehr erleichtert, dies zu hören, Rohond. Nehmt dieses Amulett, es wird euch in Zukunft im Kampf gegen die Untoten beistehen. Ah. Hat es einen dauerhaften Effekt? Das wäre nice. Wirkung durch Benutzen, Lebenspunkte entziehen. What? Okay. Ich meine, ach so, warte, ist der Handschuh, den ich gefunden habe, der Verzauberter, besser als dieser Handschuh? Beides Rüstwert 6. Weißt du was? Ich zieh's einfach an, damit ich noch mehr verzauberten Kram trage, um mich besser zu fühlen. Und das Amulett, ja, das... Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn du guckst, wie viel Schaden das Ding macht. Es macht 25 Schaden bis 250 Schaden. Das Ding kann mir volle Kanne den Arsch retten. Aber es ist eine Heilung. Ne? Lebensenergie entziehen, genau. Lebensenergie entziehen ist ziemlich nice. Wenn wir dann verletzt sind, können wir einfach mal kurz den Gegner aussaugen mit dem... Das ist sogar ziemlich gut. Warte. Genau, Seelenfalle muss ich mir vielleicht... Ach, ich habe ein paar Seelensteine. Okay. Magiemenü, magische Gegenstände... Lebensenergie entziehen. Dann mache ich mir das mal drauf, dann können wir ab und zu mal... Oh, hallo, wie geht es euch?
Warum sprichst du das so sarkastisch aus? Wie geht das mit den Kurztasten? Entziehen ist nicht absorbieren. Ja, absorbieren ist doch, wenn jemand mich angreift und dann kriege ich Leben. Und entziehen, dachte ich, ist, ich kann ihm entziehen. Ach so. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn ihr in Morrowind, das geht auch mit dem Basisspiel, glaube ich, wenn ihr einfach F1 drückt, dann könnt ihr eure Hotkeys belegen. Was machen wir als nächstes, mein Freund? Es kam inzwischen eine Nachricht hier an. Dranas und somit auch ich unterstehen dem Grafen von Andamanta, welcher schon seit Jahrzehnten die Geschicke Nursils leitet. Das war die Insel, ne? Nursil. Er hat von euren Taten Wind bekommen, Rond, und wünscht euch zu sprechen. Es ist wichtig, ich werde seinen Sitz in eurer Karte eintragen, denn der Weg zum Grafensitz ist weit. Ihr könnt natürlich auch fahren. Okay. Möchtest du mir noch irgendwas anderes sagen? Nursil ist einer der Kontinente, aus denen sich Fallas... Genau, Fallas ist die Inselgruppe und Nursil ist die eine Insel. Jo, da reisen wir doch nach Graal, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir... Obwohl, wir könnten eigentlich auch zu Fuß laufen. Ich wäre mal neugierig, was wir alles so begegnen auf dem Weg nach Norden. Theoretisch, obwohl... Die andere Möglichkeit wäre nach links... Von Arelda mit dem Boot hier rüber und dann darüber. Und dann haben wir einmal die Strecke gelaufen, einmal die Strecke gelaufen. Und ich glaube, die beiden waagerechten Strecken hier sind insgesamt vielleicht sogar länger, als einfach direkt nach Norden zu laufen. Ach nee, ich habe es von dem Punkt hier beobachtet, von da nach da. Die ganze Strecke, ja. Das ist ungefähr gleich. Lass uns einfach nach Norden laufen. Das sieht spannender aus. Das ist eine neue Umgebung. So, lass mal kurz hier warten bis morgens. Wir könnten ein wenig Regen gebrauchen, meint ihr nicht? Wir könnten ein wenig Regen gebrauchen. Nein! Ach so, ihr hattet doch einen Schmied. Lass mich ganz kurz meine Ausrüstung, ich sehe schon, mein Dolch ist wieder ein bisschen beschädigt. Ach so. Schaffe ich das selbst zu reparieren? Nee, weißt du was? Ich habe nur zwei Hammer. Hämmer. Ja! Rein da! Gut! Volles Rohr! Nimmst du mir die Ausrüstung ab? Ja, ja. Und war vor 21 Uhr? Kettenhaube. Genau, das kann weg. Schneewolfhelm, das hatte ich eh irgendwo, ist mir in den Schoß gefallen. Und habe ich die teure Axt schon verkauft, die ich mal eingesammelt? Und die nordische Axt, die hauen wir auch weg, weil Axt skill ich eh nicht und ist mir viel zu schwer. So, Kollege, ich glaube, das war alles, ne? Nimmst du auch Bücher? Yes! Yes! Okay. Dieses Flüstern, Alter. Nimmst du es für 6? Nice. Nice, nice, nice. Noch ein bisschen Kohle. Hat gleich meinen Hut angezogen. Wenn er wüsste, der unfreiwillige Hehler. So. Gut, dann lass uns mal in den Norden reisen. Ah, willkommen. YouTube Premium macht's möglich. Was jetzt? Kann ich auch solche epischen Melodien bekommen, wenn ich sauber mache oder den Spüler einräume? Genau. Da ist ein Teller und noch ein Glas in den Schrank. Ja. Jesus Christ. Das ging schnell, ja? Man kann nie wissen, wann die Musik kommt. Diese ultra-epische Musik, die ist ja auch irgendwie nur eine Minute lang oder so, der Sound. Nach einer Minute ist es ja wieder vorbei. Das Problem ist, wenn ich so Sachen wie Athletik und so...
nicht unter meinen Hauptskills habe. Okay, noch 2 Skillpunkte, dann haben wir ein Level-Up. Weil ich habe eigentlich vergessen, ein schnelles Level aufsteigen ist in Morrowind eigentlich überhaupt kein Problem. Weil du kannst immer nachträglich noch Skills steigern, um den Bonus zu bekommen für dein Level-Up. Erstens nachträglich Skills steigern und zweitens kannst du die Gegner leveln nicht mit. Deswegen kannst du in aller Ruhe ganz gechillt. Finde ich bei Morrowind besser als in Oblivion und Skyrim, wo halt alles einfach mitlevelt. Und wenn du dann am Anfang kack... Ach, da ist noch ein Hase. Im Busch, aber er ist da. Oder sie. Eine Häsin. Du wolltest noch den Geschirrspüler einräumen. Oh nein, Raziel, musst du mich dran erinnern? So, da waren wir gerade eben. Jetzt lass ich ab hier ist wieder neu. Ich habe leider null Ausdauer. Ich freue mich schon, wenn wir den ersten Ausrüstungsgegenstand haben. Wirklich nur 2-3 Punkte Ausdauer wiederherstellen reicht mir schon. Das ist schon exzellent. Dann können wir bereits schon durchgehend sprinten. Ich glaube, das geht dann noch. Das ist klasse. Ich finde Spiele nice, wo man selber entscheiden kann, ob der Level fix ist oder die mitleveln. Wie viele Spiele gab's, die sowas gemacht haben? Mach's gut, Wilma. Wie viele Games gab's da, die Auswahl gelassen haben? Ich glaube, das gab's relativ selten, oder? Witcher 3, ja echt? Grüfte von Verantrex. Okay, ich speichere mal. Die Werbung... Oh oh, hier geht's bergab. Oh shit. Der sieht ein bisschen High-Level aus. Hat mich nicht gesehen. Ah, nee, okay. Skelettfürst hätte ich jetzt mehr erwartet. Der Damage war gar nicht so hoch. Nice, hat sogar gereicht. Der Feuerball ist so geil. Huh! Bitch. Oh, hat nicht gereicht. Warte. Kampfmusik? Nein? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Skelettfürsten ein bisschen high. Oh, ein bisschen higher Level sind. Schwere Stahltiefel 40 wert. Stahltiefel. Nicht wert. Es ist nicht wert. Ghoulherz, ja. Aber ein Ghoulherz, das nehme ich mit. Werbung, ja. Auf YouTube ist es mittlerweile echt pervers geworden, wie viel. Oh, hallo? Die Herren? Oh, was hast du für einen roten Säbel? Habe ich dich getroffen? Nee, ne? Oh Gott, geh du bloß weg mit diesem Hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Ah, nein! Ich bin fast tot. Oh, ich wollte nur ein bisschen singen, aber er hat mich einfach getötet. Oh, mein Leben. Oh, ich nehme alles zurück. Fuck you! Geh weg! Oh Gott! Oh, das war knapp. Skelettberserker. Nordisches Silberclaymore. Wert 1000. Oh! Das nehmen wir mit zum Verkaufen. Jesus Christ, ey. Der hat mir fast den Kopf gespalten. Du bist Hammer, wie du dich... Warum mag es niemand, wenn ich singe? Wie im echten Leben. Ich fange an und dann kriege ich einfach nur auf die Fresse. Okay, hier haben wir noch eine Kammer. Das mache ich noch auf. Wenn ich die Tür geknackt bekomme. Also, ich glaube Sicherheit... Wie viele Punkte habe ich in Sicherheit? 11. Und ich nenne mich Dieb mit 11 Sicherheit. Ich glaube, was Sicherheit angeht... Warte, habe ich nicht Sonden das letzte Mal auch gekauft? Ach, da sind sie. Oh, come on. Come on. Come on! Bitch! Komm, bitte. Bitte! Weißt du, was ich doof finde? Du kriegst keine Skillpunkte bei Fehlversuchen. Also im Prinzip kannst du Sicherheit nur so wirklich effektiv leveln, wenn du dir halt... Ja! Du kannst es nur so wirklich effektiv leveln, wenn du, gleich mal speichern.
wenn du halt zu einem Trainer gehst und dir es hochpushen lässt. Ich habe flugs nachgeguckt, der Titel ist 2 Minuten lang, der startet nur sehr viel unauffälliger und wird plötzlich super laut. Ah, okay. Oh, es geht tiefer. Na, fuck, so einer. Ah! Er hat so viel Leben. Was war das für ein Geräusch? Fuck you! Gut. Genau, du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Ah! Hat mich getroffen. Okay, der Nahkampfschaden von dem Geist ist ziemlich crappy. Im Vergleich zu dem Skill. Ah! Zeit, Kurzwaffe zu leveln. Bist du... Oh, nee. Wir haben in den Chat geguckt. Ich habe halt einen ziemlich guten Helm. Ich weiß nicht mehr, woher ich ihn habe, aber der ist auf jeden Fall ziemlich gut. Eisenflammenbeil, ne? Das war jetzt nicht so viel wert. 500! Stab des Lichts. Yes. Yes, 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 yes. Gut. Erledigt. Loot tut gut. Warum habt ihr denn keine Werbeblocker? Oh, ich habe Werbeblocker, aber ich habe meine Werbeblocker für YouTube und Twitch ausgeschaltet, weil ich gerne die Leute... Tiba und Michael, exakt den gleichen Text gleichzeitig. Stab des Lichts, Stab der Magie. Auf einer Wellenlänge. Wie levelt man in Morrowind eigentlich effektiv? Morrowind verzeiht dir relativ viele Fehler beim Leveln. In Oblivion und Skyrim ist es ja so, wenn du dein Level-Up hast und dich dann schlafen legen musst, um hochzuleveln, dann ist egal, was für andere Skills du noch dazu bekommst, während du schon das Level-Up in der Tasche hast. Wenn du dann Level-Up machst, dann kriegst du auf die Werte ein Plus, die du zu dem Zeitpunkt, wo du die Benachrichtigung bekommen hast, dass du ein Level-Up hast, die du dort zu dem Zeitpunkt freigeschaltet hattest. Die Pluswerte bekommst du. Und in Morrowind ist es so, du kannst viele Level-Ups dir aufsparen. Und wenn du zum Beispiel ein Level-Up bekommst und er dir sagt, du kannst nun ein Level-Up machen und deine Werte irgendwie plus 1 halt normal und plus 2 irgendwie crappy sind, dann kannst du noch in aller Ruhe noch ein zweites, drittes Level-Up sammeln. Dann kannst du erstmal zu einem Trainer gehen, deine Levels hochpushen lassen und dann dich schlafen legen. Und wenn du dann dein Level-Up holst, dann kriegst du halt überall plus 5 drauf, wenn du es richtig gemacht hast. Deswegen, da bist du nicht so zeitlich gebunden, kannst es machen, wie du es brauchst gerade, dir das Level abholen, wie du es willst. Das ist eigentlich ganz nice. Das find ich angenehmer in Morrowind. Da musst du dir keine Sorgen machen, dass du irgendwie... Ich meine, die Gegner leveln auch nicht in Morrowind mit. Aber da hätte ich dann auch nicht so ein Problem mit mitlevelnden Gegnern. Wenn du so ein bisschen mehr einkontrollieren könntest, wie dein Level-Up genau abläuft. Wo sind eigentlich alle Chat-Commands hinterlegt? Raziel, ich glaube, eine offizielle Command-Liste ist nicht abrufbar bei meinem Bot. Ich glaube, ich könnte einen Command einrichten, der dir dann alle Commands auflistet, aber ich bin jetzt gerade nicht sicher. Kannst ja mal probieren, Ausrufezeichen Help oder Hilfe. Vielleicht kommt da irgendwas reingeploppt, aber ich glaube nicht. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Werbung. Wenn vor Stone Stream eine Werbung läuft, stört mich das auch überhaupt nicht. Außerdem will ich auch nicht immer jede Seite blocken. Ja, genau, also... Ich würde sagen... Was ist denn das? Ich schieße einfach mal drauf. Sehr gut, es hat nicht viel Leben gehabt. Sieht aber brutal aus. Ich habe mich einfach dran gewöhnt. Ein Alit. Die gab es doch auch in Morrowind, ne? Die habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Hatten die so eine große Schnauze? Das sieht voll krank aus. Na guck mal, das sieht aus wie so ein richtig schöner Nadelwald. Das würde bestimmt richtig gut aussehen, wenn ich die Fernsicht an hätte. Kaspertl sagt, hydriere und speicher. Alles klar, hier ist die Hydrierung. Im Morrowind genauso großklapprig. Ah ja. Kaspatzel, haben wir schon für dich einen Speicherpunkt? Nee, noch nicht, ne? Dann machen wir das so.
Ja, genau, der extrem laute, epische Soundtrack, den gibt's auch bei Nerim. Aber zumindest für das Nerim-Let's Play damals auf YouTube habe ich ja alle Songs im Songordner durch einen Kompressor laufen lassen. Beziehungsweise da hat mir damals Freezy ausgeholfen, der mir die anderen Soundtracks gegeben hat. Der hat sich mal die Zeit genommen, alles durch den Kompressor laufen zu lassen. Und dadurch war es dann schon ein bisschen angenehmer, etwas eher gleich laut. Und ich habe natürlich im Nachhinein beim Editieren der Videos... Ey! Habe ich dann auch noch laute Stellen leiser gezogen, angenehmer gezogen und so, dass es halt einfach ein bisschen... Da ist es wieder! Oh, was ist das hier? Erna die Ruhige. Sieht nicht so aus, als ob die was hätte. Schöne Hose. Barfuß. Bro. Was? Ihr solltet nicht hier sein. Was? Wie bitte? Perfekt. Geld. Gib mir all dein Geld. Oder zumindest 900. Sehr gut. Yes. Weißt du? Später im Spiel overpowered zu sein ist schön und gut, aber ich genieße es auch richtig, so arm wie eine Kirchenmaus vor mich hin zu blubbern und irgendwie gerade noch so genug Kohle zu haben, um über die Runden zu kommen. Dann fühlt es sich umso besser an, wenn man sich so Stück für Stück nach oben kauft mit der Ausrüstung. Wir wissen ja, die eine Händlerin, die geilen Amulette, die hatte, haben 15.000 gekostet. Das heißt, mein aktuelles Ziel sind 15.000 und dann marschieren wir da mal nochmal vorbei. Oh, danke. Das nehmen wir alles mit. Hast du Sicherheit? Sicherheit wäre halt... Sicherheit wäre wirklich gut, wenn wir Sicherheit leveln könnten. Ihr solltet nicht hier sein. Ausrufezeichen Shop! Ich weiß gar nicht, wie oft ich Nerim und Enderal Let's Play geschaut habe. Ja. Sie erfreuen sich großer Warum ist eine Leiter aufs Dach? Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Terrakox-Hütte. Auf eurem Weg. Oh, der sieht badass aus. Und du hast keine Quest. Guck dir mal seine Rüstung an. Mit den Knochen seiner Feinde. Mit schwarzem Metall gestärkt. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr solltet nicht hier sein. Hat da jemand Stimmungsschwankungen? Malonia? Wieso? Oh, deine Robe ist schön hochauflösend. Wieso seid ihr hier so viele, aber niemand will mir irgendetwas geben? So, questmäßig jetzt. Ja, bitte? Ja, bitte. Eurem Weg. Aha, zwielichtige Gestalt. Oh. Sicherheit? Ah! Ey, wenn jemand Sicherheit kann, hätte ich von dem erwartet. Leichte Rüstung, Akrobatik, Schleichen, auch nicht schlecht. Nichts. War ein Versuch wert. Diebeskünstehaus? Yes! Auf, wo ihr hintretet. Das ist mein Bruder. Sicherheit. Ich mach's mal auf die 15. Ich weiß, ich will gerade eigentlich auch Geld sparen, aber ich muss einfach gerade ein bisschen. Das Einzige, was ich bei Morrowind vermisse, ist, dass ich irgendwo eine Anzeige habe, wo ich nachlesen kann, wie viele Skillpunkte, wie viele Attributs-Boni-Punkte ich in meinem aktuellen Level gesammelt habe.
Weil bisher habe ich es immer so gemacht, sobald ich mein Level up hatte, habe ich mich dann irgendwo rasten, schlafen gelegt und dann habe ich gesehen, wie was angeordnet war und dann habe ich wieder geladen, den Speicherpunkt davor, bin über Trainer gelaufen, habe maximiert und mich dann wieder schlafen gelegt. Jetzt ist aber ein bisschen schwer zu beurteilen. Weißt du was? Ich hole mir nochmal 5 Punkte. Ich mach's auf die 20, weil das geht so nett. Wir haben jetzt gut Kohle gemacht. Ich push mich mal hier ein bisschen nach oben. Ausrüstung ist zwar am Anfang wichtiger, aber das ist peinlich. Das ist ansonsten peinlich. So, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. So. 25 wäre noch besser, aber so viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Und das andere Schleichen wäre auch nicht schlecht eigentlich. Da habe ich nur 10. Warte, hast du auch, was hast du hier? Ah, hier. Das ist mir zu teuer, die Triche des Meisters. Und jetzt lass mich mal draußen vielleicht auch schleichen bei dem hier ein bisschen. Schleichen ist Geschicklichkeit, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Kurzwaffe ist Schnelligkeit, auch sehr gut. Ich weiß halt nicht. Lass mich mal gucken. Leichte Rüstung ist auch Geschicklichkeit. Da haben wir einen Punkt. Willenskraft. Also meine Hoffnung ist Intelligenz plus 5, Willenskraft plus 5 und Geschicklichkeit plus 5. Kurzwaffe habe ich 7 Punkte bisher gesteigert, glaube ich. 7 Punkte oder 2 Punkte? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube ja 7. Ich habe schon ein bisschen zugestochen. Schwere Rüstung, Konstitution, ja. Ich habe das halt die ganzen lowen Skills sind so querbeet hochgegangen. Ein bisschen schwer zu sagen. Weißt du was? 5. Und jetzt holen wir uns noch eine 6. Dann habe ich mindestens definitiv plus 3 beim nächsten Level Up. Ah! Nein! Okay. So, ich habe genug gelernt. Wir können das Dorf wieder... Wo ist der Ausgang? Gibt's hier einen Hinterausgang? Ne? Wäschedienst, alles klar, Smiles. Apropos, ich muss auch wieder meine Wäsche eigentlich waschen. Gott, ey. Ich hab ja so Trainingshandschuhe, ne? Und meine Fresse, Alter. Die stinken so nach Schweiß, das ist unfassbar. Ich muss sie eigentlich jede Woche einfach mit der normalen Wäsche mitwaschen, aber ich vergesse das halt immer wieder. Und die miefen so abnormal. Das ist halt echt nicht geil. Morrowind hatte das doch. Wenn ich da über Level hover, kann aber auch eine Mod sein. Nee, guck. Wenn ich über Level hover, zeigt er mir nur, wie weit ich insgesamt fortgeschritten bin, aber... Er zeigt mir leider nicht an, wie viel Plus das wäre. Aber ich sag mal so, im Standard Morrowind war ich so schnell overpowered, dass es auch egal war. Da musste ich nicht so... Obwohl, also, ich habe schon das meiste aus dem Charakter, oder größtenteils aus dem Charakter rausgeholt. Ich hatte ja schon viele Werte auf 100. Ah! Oh, okay. Das ist nicht der Ort, wo ich hin soll, aber vielleicht können wir ein bisschen Geld sammeln gehen. Ja, das wird eine Mod gewesen sein, ja. Ey! Bah! Oh. Du triffst nicht und ich kann nicht zaubern. Okay. Standardgegner hat nicht übertrieben viel Leben. Das ist schon mal... Ist da Lava unten? Was geht da? Chill. Du musst auch Wäsche aufhängen. Raziel? Wir haben mittlerweile seit 3 Wochen oder so, haben wir einen Trockner tatsächlich. Das macht das Wäscheaufhängen ein bisschen angenehmer. Ey. Ich muss noch einen Skill hochpushen und dann... Oh! Gleich habe ich mein Level up. Achtung, das ist mein Level up. Guck, pass auf. Ey! Na, ihr solltet rasten und über das Erlernte nachdenken. Kann ich hier rasten? Nee, hier sind noch Feinde. Da ist...
Fuck, ich habe keine Levitation. Ah! Oh! Bitch! Ha, das kann ich auch. Oh, der hat aber viel Leben. Nice. Ich speichere lieber mal kurz. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe keine Levitation. Oh, da ist Loot und natürlich komme ich nicht dran. Wie viel Schaden macht Lava? Okay. Diamant. Ich glaube, da haben sie was vergessen. Gott. Schloss 1. Oh mein Gott, diese Erniedrigung. Schloss 1! Hallo? Ich habe gerade 1000 Goldmünzen ausgegeben. Du kannst... Alter, dein Scheiß Ernst. Ich fasse es nicht. 25. Ah, huh. 25 Draken incoming. Hätte noch schnell eine Wette abschließen sollen. Was habe ich jetzt bekommen? Schweres Gardeschwert. 10 bis 50 Schaden? Entschuldigung. Chamäleon 200 bis 100% Wirkung bei Treffer. Was? Okay, das heißt es, dass ich dem Gegner Chamäleon gebe oder dass ich selber Chamäleon? Moment, das müssen wir kurz testen. Das ist what? Okay. Schlosszauber kaufen, Magie kannst du doch. Ich kann super Magie. Das mit Lava ist bestimmt nur zur Täuschung. Bei der nächsten Lava denkst du, dass nichts passiert und schaffst keine 2 cm. Ja, bestimmt. Die wollen mich nur in Sicherheit wiegen. Das ist Kampfmusik? Nee, ne? Das war doch Kampfmusik. Nee, das ist jetzt Kampfmusik. Hallo? Wer? Ich will mein Chamäleon auf dem Schwert ausprobieren. Okay. Wache, du beschützt mich, nicht wahr? Ich sag's dir. Ein Warzenschwein. Warte. Vielleicht können wir jetzt kurz das Schwert ausprobieren. Ich brauche ein bisschen. Tatsächlich! Was bringt das denn? Ich mache Chamäleon auf den Feind. Lol? Damit ich ihn schwerer erkennen kann, oder was? Was? Makes no fucking sense. Hey, aber das Schwert macht immerhin 1 bis 50 Schaden. Ich nehme trotzdem den Dolch. Ist egal. Warte, wie viel ist es wert? Ist es wenigstens viel wert? 1000, ne? Chamäleon 100% auf den Feind aller. Das macht es eher für dich noch schwieriger, weil du ihn dann vielleicht nicht mehr siehst, wenn du nicht gescheit hinguckst. Grafensitz. Ich kann euch nicht helfen. Lasst euch woanders heilen. Bist du der, mit dem ich sprechen sollte? Nee, ne? Graf von Andamanta wünscht mich zu sprechen. Okay. Graf von Andamanta. Das Ding wurde von einem Verzauberungslehrling an der Magiergilde verzaubert. Ja, ich bin mir sicher, es hat eine spannende Vorgeschichte. Die Ruinen von Morigdal? Geht dort nicht hin, Drond! Dämonen und Willenlose ziehen immer noch durch die Ruinen, sind die Überbleibsel. Okay, da, vielleicht bringt mich die Quest. Da ist bestimmt der Graf drin, da hinten. Ich kann euch nicht helfen. Lasst euch woanders heilen. Müsst ihr mir das beide gleichzeitig sagen? Die haben das einstudiert, ich sag's dir.
Ihr hättet auch gleich sagen können, wir können euch nicht helfen. Ich sag's dir, die haben sich abgestimmt. Seltsam. Kein Händler, Ausbildung, Training, Verkaufen. Seltsam. Naja, seltsam. Seid ihr verletzt? Ihr braucht einen Heiler. Ja, leider bin ich bisher keinem einzigen Heiler begegnet, ehrlich gesagt. Leider konnte mich einfach noch niemand heilen. Obermagistrat, aha. Oh. Schild der Wolf. Du hast bestimmt geile Sachen. Oh ja, neue Zauber. Siegel, ah, das ist wieder das Krieger. Großer Feuerball. Yes. Yes, 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 yes. Ja, das kaufe ich mal direkt, würde ich sagen. Das werden wir so oder so benutzen. Meisterhafte Silberweisheit. Ja. Leben aussaugen. Das jetzt. Okay, Moment. Ich spann. Kleiner Test. Eure Wunden sehen nicht sehr tief aus. Vielleicht solltet ihr aber trotzdem einen Heiler aufsuchen. Es wurde auch Zeit, dass ich ein wenig Spaß habe. Okay, ihr habt recht, ihr habt recht. Mein Leben ist gerade nicht hochgegangen. Ich habe gerade das Amulett benutzt, um zu gucken, ob Leben entziehen wirklich heißt heilen. Meine Hoffnung war groß. Es war halt nicht absorbieren. Weißt du, warum ich gehofft habe, dass es heilen heißt? Eure Wunden sehen nicht sehr tief aus. Vielleicht solltet ihr aber trotzdem einen Heiler aufsuchen. Weil hier steht auch Leben aussaugen. Deswegen hatte ich gehofft, aussaugen von dir in mich rein. Saugen. Nein, es ist nicht absorbieren. Ja, Schuhe, die mich blind machen, ist natürlich okay. Ich hatte schließlich eine Aura, die dem Blindeffekt einfach widersteht. Genau. Eure Wunden sehen nicht sehr tief aus. Das werden wir nun ändern. Puh, intensiv. Ja, Regeneration. Lebensenergie 1 bis 5 Punkte wiederherstellen für 20 Sekunden. Yes. Gekauft. Gewöhnliche Krankheiten heilen auf Warte, das war schon auf mich. Warte. Auf sich selbst. Okay. Yes, yes, yes. Perfekt. Heilung in der Tasche. So, und dann wollen wir noch irgendwas? Frostfluch war ja so, hat nicht so geil geklappt. Was hast du? Ja, ich hab kein Geld mehr. Ich hab kein Geld mehr! Lass mich in Ruhe. So, warte, gleich mal testen. Nice. Alter, wie viel Wahrscheinlichkeit? 30% Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Wie viel habe ich auf Wiederherstellung? 15. Och, das ist ja peinlich. Wir müssen Wiederherstellung unbedingt leveln. So! Jetzt wird niemand mehr sagen, dass ich einen Heiler aufsuchen soll. Jetzt bin ich geheilt. Oh, Schmied, nice. Ja. Wir haben Werner falsch geschrieben. Gut. Wieso gucke ich immer auf Ausbildung? Ich hab kein Geld mehr. So, weißt du was? Lass mich erstmal den Auftrag hier annehmen. Lass mich erstmal den Auftrag annehmen, weil wenn der Chef hier sagt, bring mir das Schwert zurück, kurz nachdem ich es verkauft habe, dann habe ich ein Problem. Oh, Dietrich des Lehrlings. Yes. Das kaufen wir gleich nochmal nach. Und hast du auch Sonden? Nee. Ah, gib mir einfach alle Dietriche. Sonde des Lehrlings. Yes, yes, yes. Ach, das kostet nur 10. Okay, gut, gut. Alles kaufen und ein bisschen nach unten. Passt. Sehr gut. Ein paar Dietriche. Ja, bitte. Ja.
Wunderbar. Auf eurem Weg. Was hast du? Nichts. Literally nothing. Okay. Was ist das? Sein Lager? Auf eurem Weg. Also ein auf Dieb würde da jetzt bestimmt einbrechen. Alter, was ist das für ein Brustpanzer? Piekst du dir da nicht gerade selber in den Arm, in die Achsel da oben rein? Das sieht ein bisschen unpraktisch aus. Ich bin der Werner. Der Werner. Der Werner. Der rennende Werner. Aber Herr Rond, warum kaufen Sie denn so viele? Oh, das sieht schön aus. Wenn ich jetzt noch den Graphics Extender hätte? Puh. Wenn ich jetzt noch den MGE... Wie lang kann eigentlich der Titel werden? Hätte? Hätte. Ah, hätte passt auch. Wenn ich jetzt noch den MGE hätte. Vielleicht mache ich mal die Weitsichtgenerierung und guck mal da mal an, wie dieser Ausblick hier beim Sonnenuntergang aussieht. Weil ich habe jetzt am Anfang noch nicht das Ding laufen lassen, weil ich mir dachte, dass... Oh, es ist hier dunkel. Der Wald auf dieser Insel ist halt ziemlich thick. Und du kannst nie besonders weit sehen. Und wir waren bisher auch noch nie auf einem hohen Hügel oder so, wo man in die Ferne gucken konnte. Deswegen ist mir die begrenzte Weitsicht bisher noch gar nicht so negativ aufgefallen. Hat auch so immer gereicht und funktioniert. Aber das sah schön aus. Ich sag's nur ungerne, aber du hast heute zwei Stellen vergessen, die Haare zu rasieren. Da sind zwei Streifen über deinen Augen. Ich habe mich auf dem Kopf gar nicht rasiert, tatsächlich, wie man eindeutig sehen kann. Das habe ich leider nicht ganz geschafft. Es waren 400. So. Gut, dann nicht gehen wir mal weiter, nicht wahr? Hallo? Bist du der? Okay, ich glaube, andere Räume gibt's hier nicht. Du bist einfach der Chef. Schönes Wams. Sogar mit der Wohlstandsplauze. Ganz leise Geld rausnehmen. Umdrehen. Ihr seid so dumm! Ohne lossprinten. Das ist meine Taktik. Es ist schon sehr lange her, dass mir ein Halbelf in solch einem grandiosen Aufzug... Okay, das ist der Standarddialog. Befehle, ich sollte hierher kommen. Ey, das mit dem Stelle übersehen triggert mich. Ich hab hinter meinem rechten Ohr so eine Delle, wo ich oft einen Streifen übersehe. Egal, wie oft ich in der Früh drüber fahre. Ey... Ich weiß nicht, wie du rasierst, aber ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt oder erwähnt, als du hier mal dabei warst? Ich habe mir ja mittlerweile auch so einen Skullshaver geholt, ne, also auch so, damit ich es einfach so halten kann und rüber rasieren kann. Aber jedes Mal, wenn ich mit dem Skullshaver drüber gegangen bin, benutze ich trotzdem danach noch den klassischen Rasierer, den ganz normalen automatischen, den Philips OneBlade-Ding. Benutze ich ihn dann nochmal, um so an den Ohren entlang vorbei, um so die Kanten abzurasieren. Weil mit dem Skullshaver komme ich einfach nicht so gut um die Ohren herum. Und in dem Nacken hat er auch Probleme. Da muss ich mit dem anderen nochmal über den Haaransatz gehen. Da seid ihr ja, Rehond. Kaleris hat mir über eure ruhmreichen Taten berichtet. Und glaubt mir, Soldaten wie euch gibt es nur wenige. Ich halte es für Unsinn, euch weiterhin in einem Dorf abseits der Front in einem ruhigen Wäldchen einzusetzen. Ihr seid ein Abenteurer. Ihr wollt mehr, nicht wahr? Ich glaube, ihr seid der richtige Soldat und zur richtigen Zeit am richtigen Ort kann ein solcher Kämpfer viel ausrichten. Es ist eure Entscheidung, ob ihr mitmachen wollt. Spürt ihr es nicht? Dieses Feuer in euch? Dieser Durst nach mehr? Ihr habt eine gewisse Ausstrahlung, die mir gefällt. Ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht ausschlagen könnt, Rond. Der Pate. Alles Weitere wird euch Kaleris mitteilen. Ist das gerade dein Scheiß Ernst? Soll ich jetzt wieder zurück zu dem laufen? Oh, fuck. Hier ist ein Brief. Übergebt ihm den Brief. Bin ich dein Scheiß Bote?
Zeig mir wenigstens, ob der Brief was Lustiges ist. Wo ist der Brief? Ah. Ich hoffe, der war nicht versiegelt. Kaleris, als ich Rond heute zum ersten Mal traf, bemerkte ich etwas Ungewöhnliches. Seine Nase war krumm. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, Rond strahlt eine Magie und Macht aus, welche ich zuletzt beim Manorat gespürt habe. Ich denke, ihr solltet Rond einweihen. Okay. Steht da jetzt geöffneter Brief? Nein, okay. So, okay. Bist du sauer, dass ich den Brief geöffnet habe? Ich habe nichts gemacht. Ich würde auch niemals stehlen. Ja genau, der Skull Shaver, den ich benutze, der ist fürs grobe Gut, so für den ersten Shave. In 10 Minuten habe ich alles rüber geshaved und mit dem normalen, kleineren, normalen Aufsatz mit dem Rasierer gehe ich dann noch eine Minute, ein, zwei Minuten kurz die Kanten so zip, 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 und dann ist die Sache erledigt. Gut. Ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er mich vielleicht hier... Oh, hier ist noch ein Wall. Ich hatte eigentlich gehofft, dass uns mein Freund hier nochmal besuchen wird. Oh. Gut. Auf eurem Weg. Genau. Ich habe mir heute einen Haarscherer geholt, mal um mir mal einen Undercut zu machen. Ich lasse mich doch nicht testen, nur um zum Friseur gehen zu können. Ja, voll der Overkill. Also hier ist die Waffe. Also ich würde niemals etwas stehlen. Vor den Augen einer Wache. Niemals. Ja? Ja? Gibt's hier irgendwas? Nein? Nachts? Nachts sieht auch ganz schön aus. Hat er da gerade das Gold im Fass gelassen? Ja, das waren 2 Münzen oder irgendwie sowas. Also, die 400 Münzen konnte ich natürlich nicht liegen lassen, aber... Die hast du vergessen zu klauen? Nee, habe ich nicht vergessen. Das war es mir ehrlich gesagt den Klick nicht wert. Auf eurem Weg. Auf eurem Weg. Fuck, und es gab hier keine Schnellreise, ne? Ja, weißt du was? Dann lass uns mal nach Gral laufen. Jetzt gehe ich doch nachts ein bisschen spazieren. What the fuck? Ist das ein Knochenläufer? Oh Gott. Warte, ich habe doch großen Feuerball gekauft. 50% Chance, dass es klappt. Okay, wir testen das. Fuck! Natürlich geht's daneben! Oh mein Gott, haben die viel Leben. Hat's beide erwischt? Nee. Ich brauch sogar 2 große Feuerbe. Niederer Fleischdämon. Fucking disgusting. Das ist kein Knochenläufer, der sieht ein bisschen... Obwohl, ist es von Morrowind das Modell vom Knochenläufer? Warte, lass mich mal meinen Standardfeuerball schießen. Vielleicht kommen wir damit auch ganz gut durch. Hallo? Hallo? Housekeeping? Ja, für die normalen Zombies reichen die voll aus. Das ist kein Problem. Ey. Gut. Jetzt bin ich neugierig, was hier drin ist. Das scheint ziemlich High Level zu sein. Ist ein Knochenläufer vom Modell, naja. Wenn dir nachher Morigdal, wenn dir nachher 2 Münzen fehlen. What? Oh Gott, der Damage. I'm dying. Nein, ich lebe noch. Loser. Warte. Das... Und das. Come on, Wiederherstellung. Gut. Alter, der Damage. Vielleicht kann ich da schnell einen großen Feuerball reinpfeffern und dann abhauen. Ich verbrauche mal meine ganzen Billiggenesungstränke, damit die schon mal weg sind. So.
Gott, dieser Damage! Aua, aua! Jo, bist du irre? Wie lang hält die Regeneration? Voll pervers. Wie lang war das? 20 Sekunden. Mega. Alter. Ich glaube, der große Feuerball lohnt sich nicht. Die Chance ist zu gering, dass der auch wirklich klappt. Okay, ich glaube, ich habe einen von denen erwischt. Der eine schien schon sehr wenig Leben gehabt zu haben. Oh, Regeneration ist vorbei. Ey. 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 Nice. First try. Ja, noch einen billigen Genesungstrank hinterher. Ich bräuchte noch Magie widerstehen oder sowas. Ich bräuchte kurz Mana. Ach, ich glaube, der, dessen Augen leuchten, ist eigentlich tot. Ihr habt nicht genug Magiepunkte für den Zauber. Fuck. Fuck. Aua, aua, aua. Shit. Oh, mein Mana ist so low. Fucking Christ. Shit. Ihr habt nicht genug Magiepunkte für den Zauber? Der kostet doch 20. Natürlich habe ich genug. Hallo? Hello? Ah, gib mal halt einen Standard-Magietrank. Ich habe nur noch 3 Magietränke oder 4. Not good. Not good. Yes, absorbiert. Geschafft. Schattendiener. Nichts. Nichts. Ist hier wenigstens eine Kiste? Oder? Oh mein Gott, da geht's weiter runter. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Yes. Yes. Oh, nein, das ist nur so scheiße. Das ist nichts wert. Nein, ich habe mich kurz gefreut. Ich habe kein Mana mehr. Und die töten mich mit 2 Angriffen. Lass uns mal vorsichtig runtergucken gehen. Oh Gott. Was ist das? Ist das ein Drache, ein kleiner? Soll ich versuchen, mit dem Dolch zu killen? Ey! Bitch. Absorbiert, nice. Ah, absorbiert, nice. Winziger Höllendrakin. Drachenhaut. Oh, yes. Vielleicht kann ich mir damit Drachenhautrüstung machen oder so. Hast du gesehen? Wenn die mich mit einem Feuerball getroffen haben, haben die fast wieder mein ganzes Leben abgezogen, die Schweine. Gut. Es ist ein bisschen riskant hier, dieser Ort. Schloss 10 Falle. Schloss 10 ist schon kritisch. Oh. Ja, ja, ja. Das sind 2 Schattendiener auf der anderen Seite. Die packe ich nicht. So in direkter Konfrontation schaffe ich die nicht. Ja!
komplette Alchemieausrüstung. Jo. Jo. Oh, jetzt kann ich gleich nicht mehr so viel tragen. Gut. Mittel, schwer, ist auch nicht so viel wert. Stahlharnisch, das wiegt mir zu viel für den Preis, ehrlich gesagt. Nice. Können wir das gleich benutzen? Nur Destillierkolben habe ich des Lehrlings, ne? Da habe ich jetzt, da war kein besserer Destillierkolben mehr. Ich kann als Anfänger auch den Gesellenkram benutzen, ne? Da habe ich keinen Nachteil. Kriege ich auch bei Kacktränken Punkte in Alchemie? Oh, fuck. Nee, der Trank muss gelingen. Tja, dann haben wir ein Problem. So, warte. Ich habe Undusis Schlüssel. Aber lass uns vielleicht kurz... Schloss 10 sollte eigentlich noch machbar sein. Ich habe in Sicherheit geskillt. Nice. Hat sich schon gelohnt. Come on. Come on. Nice. Geht deutlich schneller. Ich glaube von 10 auf 20 oder habe ich von 15 auf 20? Das macht sich auf jeden Fall... Ich glaube sogar 10 Punkte haben wir reingemacht. Zocker, vielen Dank für die 44 Monate. Damn. Mit der Schnapszahl. Dankeschön, Zocker. Gönn dir einen Schnaps für mich. So, ich speichere mal, weil das könnte mein Tod sein direkt. Oh, fuck. Auf Wiedersehen. Ich probiere es einfach. Wieder zwei. Ja! Ich habe den einen benutzt, um die Zauber vom anderen zu blocken. Ja! Vulkanglas! Jo! Nice! Komm schon! Diese Musik. Ah. Jo, von 13 auf 68 Rüstung, Baby. Rein da. Nice. Schulterplatte links. Was war die Diebstahl-Schulterplatte? Rechts. Yes. Yes. Ah, ich habe noch schwere Rüstung gehabt mit 3 Rüstung. Alter. Statt 39 im Schnitt Rüstung habe ich jetzt 46. Yes. Und Vulkanglas-Schild, leichtes Schild, ist auch okay. Da hatte ich jetzt ein Netzschlederturm-Schild von 6 auf 68. Oh, yes, Allah. Und die eiserne Schulterplatte, die schmeiße ich gleich weg, weil die wiegt 10. Die nimmt mir viel zu viel Gewicht hier weg. Und die Netzschleder-Beinschienen, die schmeiße ich auch weg. Die sind nur 15 wert und die wiegen 7. Dann kann ich mehr Zeug mitnehmen. Und es wiegt 9 und ist 25 wert. Ja, das haue ich mal alles raus hier. Kann ich mehr tragen. Ach, das Schwert hätte ich verkaufen können vorhin. So. So, kann ich dann jetzt noch ein Level-Up machen zufällig? Okay, okay. Vielleicht können wir kurz rausgehen, Level-Up machen und wieder reingehen. Im Level-Up könnte es ein bisschen einfacher sein. Warte. Meine Heilung hält für 20 Sekunden. Lass mich jetzt die Heilung drauf machen. Ja, kämpft gegen mich im Nahkampf, ja! Du bist so dumm! Ja! Nice.
Meine Hoffnung war, wenn ich mich so ganz nah an sie ranstelle, dann ist die Chance niedrig. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Dann ist die Chance niedriger, dass sie Zauber benutzen. Genauso wie bei diesen Drachen. Die haben auch Feuerbälle geschossen, diese kleinen. Aber wenn du ganz nah ran bist, haben sie versucht, dich zu hauen. Und ich glaube, das ist die Lösung bei so Caster-Gegnern, dass du ganz dicht rangehst. So. Alter, nice. Das sind 2500 an Drakenwert da drin. Yes. Perfekt. Ich habe neue Ausrüstung. Ich habe haufenweise... Schloss 25. Haufenweise Kohle hier reingesammelt in die Kasse. Das Steinreich-Emote ist bei mir kaputt. Oh, echt? Bei mir sieht alles richtig aus. Schloss 10, 200 Versuche, Schloss 25, First Try. Ich sag gar nichts mehr. Ebenerz-Kurzschwert, seriously? Fuck, wie trage ich das? Holy shit, Alter. Jackpot. Okay, wir müssen Zeug ablegen. Soll ich meine Alchemie-Ausrüstung einfach scheiß drauf und wegschmeißen? Scheiß auf Alchemie, Mann! Ich habe Zeug gefunden, was 10.000 wert ist und 15.000. Geil, ey. Und dieses Kackschwert, was ich eigentlich verkaufen wollte, ist 27 schwer. Ist das ein Questschwert? I don't know. Soll ich das Ding einfach... Soll ich die Alchemie-Sachen hier... Einfach scheiß drauf und... Also so habe ich noch genug und ich meine, damit kann ich auch brauen. Ja! Kuro, du hast recht. So ist es. Ich kann mir bessere Alchemie-Rüstung einfach kaufen, indem ich so ein Ding verkaufe. Alter, das hat sich voll gelohnt, hier reinzugehen. Oh mein Gott, so geil. Am Anfang ist mir so ein bisschen der Stift gegangen, als ich gesehen habe, wie viel Schaden die gemacht haben da oben. Ich habe fast all meine Heiltränke weggeballert. Alles weggeatmet. Aber dann, wir haben eine Taktik entwickelt. Und wir haben gegen die Feinde bestanden. Und die Ausbeute war grandios. Jetzt brauche ich nur noch einen guten Brustpanzer, weil der ist ultra schwer und hat ultra wenig Rüstung. Den Brustpanzer könnte ich am ehesten liegen lassen, der bringt am wenigsten eigentlich. Das Klügere wäre gewesen, den Brustpanzer wegzuschmeißen, aber ist egal. Das mache ich als nächstes, wenn wir mehr Zeug einsammeln. Jetzt gehen wir erstmal nach Gral und gucken, ob wir da was verkauft bekommen. Ebenerzschwert ist auch Kurzwaffe. Was, echt? Tatsächlich. 15 bis 25. Wie sieht denn das aus? Ist das ein Standard Morrowind-Kurzschwert? Weißt du was? Ich habe momentan noch Kurzwaffe nur 40. Damit ich besser treffen kann, nehme ich erstmal noch den Dolch. Das Ebenerzschwert, auf das können wir vielleicht später umsteigen. Ach so, und ich krieg mein Level ab jetzt, ne? Eine Stunde rasten. Das müsste reichen. Okay. Ja. Jetzt ist die Frage, wir müssen eigentlich vor allem auf Geschicklichkeit gehen. Auch wenn es nur plus 3 ist und Willenskraft plus 4 wäre, Geschicklichkeit ist halt mit am wichtigsten, damit ich auch treffen kann. Siehst du, und hätte ich nicht die 6 Level-Ups geholt von, war das Sicherheit, was auf Geschicklichkeit geht? Hätte ich nicht das reingesteckt, hätte ich plus 0 gehabt wahrscheinlich. Deswegen, gut, haben wir immerhin etwas. Jetzt müssen wir nur dran denken, dass wir fürs nächste Level-Up auf jeden Fall dran denken, Geschicklichkeitsskills zu pushen, damit unsere Treffsicherheit hochgeht. Das ist dann wichtig. Okay, Level 2. Ich glaube, der Eisdolch war besser. Ja, der Grundschaden war besser, echt. Ne, der Eisdolch war 10 bis 20. Und das Ding ist 15 bis 25. Also jeweils 5 Schaden mehr.
mit dem Eisschaden ist der Dolch besser, ja, aber der hat halt nur irgendwie 5 Schläge oder so. Alter, was ist das für ein Dolch? Wolf? Ah, Hase! Epischer Hase! Oh, Banditen. Oder? Ja. Bob! Oh, oh, oh Gott. Das ist sinnlos. Bitch, geht Alter! Auf. Damage! Ja! Tot. Ah! Oh mein Gott! Was war das für ein kranker Treffer? Weggesniped. Reicht das? Nice. Warte. Das wiegt 1, Wert 15. Scheiß drauf, behalt den Kack. Ich kann eh nicht mehr viel tragen. Voller Dreikampfmusik, ja. Vorhin, als die Musik angefangen hat, kurz nach dem Kampf. Ich wollte noch sagen, das war natürlich meine Siegesmusik. Da ist noch ein Bär. Jetzt nicht mehr? Okay. Auf dem letzten Stück müsste ich schon alles getötet haben, als ich das letzte Mal hier war. Wir sollten eigentlich jetzt safe zurückkommen. Ja, schlitz ihn auf! Fallout 3. Fallout 3 war auch so ein gutes Game. War ich hier schon drin? Nee, ich glaube nicht. Auf der Karte sieht es hier schon ausgekundschaftet aus, aber lass mich mal hier reingehen. Nee. Ah! Au! Warum tust du mir so weh? Hallo? Ich brauch Geschick. Ich brauch dringend Geschick. Hallo? Ich komme in Frieden. Ja! Mein Frieden ist feurig. Bah! Okay. Du lebst noch? Weg da! Oh, oh Gott. Dicker Hammer. Ah, ich habe ihn nicht getroffen vorhin. Okay. Ich habe noch Fallout 3, neuer Run begonnen. Fertigkeitszerstörung hat sich wieder verbessert. 38 erst? Ich dachte, ich hätte auf 40 angefangen. Damn. Okay, macht nichts, ist nur Stahlharnisch, nicht so wichtig. Streitkolben der Legion. 150 Wert, okay, auch nicht. Oh, yes, die Münzen nehmen wir mit. 150 Wert ist nicht so die Welt. Ich muss halt gucken, wo ich bleibe jetzt ein bisschen, weil ich kann halt echt nicht mehr viel tragen. Nice. Da ist einer. Ey! Hat da jemand Angst? Und macht die Tür zu? Oh, guten Tag. Oh, warte. Guten Tag. Oh, warte. Ich habe keine Angst. Ich gehe nur zum Spaß hinter die Tür. Oh, ich habe ihn gar nicht getroffen. Mit dem Zauber. Ich dachte, unser Feuerballzauber... Hat er nicht irgendwie... In 2 Fuß auf Ziel. Ah, in 2 Fuß. Okay, weil ich dachte, wenn ich so ganz nah am Feind vorbeischieße... Ist da noch einer? Nee. Wenn ich ganz knapp am Feind vorbeischieße, dass ich ihn trotzdem treffe, weil er ja in 2 Fuß hat, aber... Scheinbar klappt es doch nicht so ganz immer, wie ich das gerne hätte. Mit Fallout 4 angefangen, aber außer in Streams sein, mach ich nichts mehr mit Spielen. Mal gucken, was im Sommer ist. Ey, Smiles, ich sag's dir, außerhalb von diesem Stream hier, was Zocken angeht, bin ich eigentlich nur noch privat am Genshin Impact zocken. Seitdem es rausgekommen ist. Und dort mache ich auch nur jeden Tag meine Dailies. Ich gehe kurz rein, mache den ganzen Kram. Wenn ein Event da ist, spiele ich hier und da ein bisschen und so. Aber... Oh, noch eine Tür. Ich bin bereit für den nächsten epischen Loot.
Aber so richtig Spiele durchspielen passiert mir eigentlich auch. Oh nein, nicht schon wieder du. Boah, der hat so eine Feuerresistenz, der Sack. Wow! Was geht mit dem Speed? Warum war das gerade eben so schnell? Ah! Bitch! Wo kommt der Damage? Wie viel Leben hast du? War das beim letzten auch schon so? Ich würde gerne auf eine andere Waffe wechseln, aber mit der treffe ich dann halt nicht, ne? Mein Gott, stirb! Stirb! Ah. Aber, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Warte. Wir können den, lass mich mal hier Regeneration, hauen wir raus. Und ich mache statt dem Schild, weil Schild ist nur 5 Punkte, am Anfang war das ganz gut, ganz am Anfang war das ganz gut, weil ich damit dann meine Rüstung verdoppeln konnte. Aber mittlerweile 5 Rüstungen auf 52 obendrauf, das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Ey. Gut. Warum ist es hier so dunkel? Was fällt euch ein? Amulett des festen Wassers. Das kann ich sogar selber casten, ne? Das ist auch nicht so viel wert. Ne? Das ist egal. Yes! Genesungstrank für den Notfall. Ranziger Heiltrank? Hat aber kein Plus drauf. Okay. Den Feuertrank lasse ich mal liegen, weil ich kann nichts mehr tragen. So eine schwarze Wand. Okay. Geschafft. Dungeon done. Sport mache ich auch nur noch einmal pro Woche. What? Ja, immerhin besser als gar kein Sport. Der erste Geist konnte 3 Hits vertragen. Ja, und der jetzt hier, puh. Die aktuellen Gegner pfeffern, also die halten viel aus. Und in dem Dungeon, oh, mein Dolch ist fast kaputt. Wir sind gleich im nächsten Dorf, da soll ich reparieren können. Der hier hatte vielleicht mehr Ausweichskillung. Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat einfach mehr Leben gehabt, tatsächlich. Muss ich nicht bergrunter gehen? Bergauf fühlt sich falsch an. Genau, ich streame nur 3-mal die Woche, da bleiben 4 Tage zum Sport machen übrig. Genau! Ah ja, das ist hier die Klippe, die absolut sicher ist, wo mir nichts passieren kann. Ich speichere kurz. Nur so. Ich verrate, apropos in Streams hocken, Lifehack, wenn ich bei anderen Streams zuschaue, mache ich nebenbei Sport. Das funktioniert ganz gut. Habt ihr etwas zu sagen? Ich habe zu sagen, ich will Zeug verkaufen. War einer von euch Händler? Nee, ne? Hast du geile Skills geskillt? Akrobatik, Schleichen hat auch Geschicklichkeit, okay. Leichte Rüstung, oh, das ist viel zu teuer, das kann ich nicht machen. Lass mal schleichen, 17... Wo bist du hin? The fuck? Auf eurem Weg. Ist ihr Schleichenskill zu hoch? Wo ist sie? Die ist echt weg! Ja, bitte? Du bist nicht die von gerade eben, oder? Wo ist die hin? Hä? Hallo? Weg. Ja? Verschwunden. Weggelaufen. 60 Draken für die Schurkenklinge. So, handeln. Wie viel Geld hast du? 1500. Das ist sehr gut. Nimmst du auch Smaragde? Nein. Was kann ich dir alles verkaufen? Das schwere Gardeschwert, das wiegt einfach viel und ist mir nur im Weg. Und... Weißt du was?
Ich verkaufe tatsächlich meinen Harnisch, einfach weil er so viel wiegt. Ich verkaufe meinen Harnisch, weil er so viel wiegt. So. Und du hast zu... Ich würde gerne einem Händler die Ebenerz-Streitaxt... Wir müssen in die Hauptstadt gehen, um zu gucken, ob ich an jemand guten die Ebenerz-Streitaxt andrehen kann. Und der verkauft nur schwere Rüstung, ne? Genau. Dann können wir hier noch irgendwie auf 650 gehen? Nice. Okay. So, jetzt können wir zumindest mal ein bisschen wieder was tragen. Es gibt auch andere Streams. Was? Auf eurem Weg. Von was redet ihr? Auf, wo ihr hintretet. Nee, die andere? Genau. Schleichen. Zwei. Ach, du stehst in ihm drin. Sucht euch ein Zimmer. Drei. Und, vier. So. Jetzt haben wir... War Sicherheit auch Geschicklichkeit? Ne, das war Intelligenz, ne? Ist einer meiner Hauptskill Geschicklichkeit? Na, leichte Rüstung, aber das wird ewig dauern, bis da was passiert. Nee, kein einziger. Blocken! Moment. Habe ich das nicht gerade eben irgendwo gesehen? Jetzt haben wir 4 Punkte geskillt und jetzt brauchen wir noch 6 Punkte, um plus 5 zu bekommen. Ja. Hattest du nicht Blocken gehabt? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache einfach voll. Wir könnten ja auch sagen, ja, wenn wir draußen unterwegs sind, dann könnte ich theoretisch irgendwann auch mal so blocken und einen Skill abbekommen und so und dann habe ich genug. Aber ich will kein Risiko eingehen, ich will ganz safe das nächste Mal easy plus 5 haben. So. Jetzt sind wir in Gral. Auf eurem Weg. Wir könnten ein wenig Regen gebrauchen, meint ihr nicht? Ich muss wieder zurück zu Kaleris, ne? Ja, ist wieder ganz zurückreisen, ey. Jesus Christ, Bro. Bro. Will ich zuerst nach Erdotat, vielleicht? Erdotatotat? Ich hätte euch in diesem Durcheinander fast nicht gesehen. Und lass mich... Ne, Steueramt, die haben alle kein Geld. Auf eurem Weg. Zum Kaufen. Lass uns mal kurz auf den Marktplatz gehen. Und gucken, wie viel Kohle haben die hier? Vielleicht kann ich da die... Nee, Lisa ist keine Händlerin, oder? Der heilige Gral. Lisa! Nein? Okay. Sonst hätte er wahrscheinlich gestanden, Lisa, Schmiedin. Was treibt euch hier hin? So. Wir verstehen uns noch gut, oder? Oh, warte, ich habe Schurken Klinge und er hat Schurken Faust. Also alles Wirkung durch benutzt. Rüstungswert 80? Ah, Rüstungswert Mittel, okay. Hast du... Ich bräuchte einen Lederharnisch. Den hätte ich aus dem letzten... Stimmt, ich bin so dumm. Im letzten Dungeon hätte ich einfach die leichte Rüstung nehmen und meine schwere Rüstung ablegen können. Dann hätte ich voll einfach ersetzen können. Die beste Rüstung von der Person war halt... Nimmst du Per? Gut. Alter, der hat nur 700 Münzen. Not good. So, ich versuche einfach mal hier so... Nein. Auch nicht. What the fuck, Bro? Okay. Dann pumpe ich dich so weit leer, wie es geht, erstmal.
Und... Ach so, ja. Weißt du was? Ich nehme das. Im Tausch gebe ich dir einen Smaragd. Und dann noch ein bisschen Geld obendrauf, oder? Alter, komm mal rein, ne? Ey! 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 Dann halt nicht. Ich brauche die Rüstung nicht wirklich, aber ich kann nicht einfach im T-Shirt rumlaufen. Ich akzeptiere das nicht. Hallo, Legacy! Epische Musik, los! Bin ich eigentlich voll umsonst hier in die Stadt gegangen, oder? Warte. Die Stadt ist hier so groß, die haben doch bestimmt nicht nur einen Lederer. Als Händler. Das ist die Hauptstadt. Hier gibt's doch bestimmt irgendjemanden, der richtig dick Kohle hat. Ihr solltet nicht hier sein. Kräuterkunde-Lehrerin! Yes. Anja. Wollt ihr die Kunst der Kräuterkunde erlernen? Ja. Für 150 Goldstücke das Wissen, wie man Pflanzen erntet? Ja. Nice. Perfekt. Erledigt. Die hat hier Ausrüstung. Die hat schon mehr Geld, aber irgendwie auch nicht viel. In was spielst du aus? Oh, Beschwörung wäre eigentlich auch nicht schlecht. Egal, egal. Wir müssen erstmal einen Händler finden, der Geld hat. Passt auf, wo ihr hintretet. Ich trete hin, wo ich will! Ihr solltet nicht hier sein. Das höre ich schon mein ganzes Leben lang. Plattenpanzer. Händler mit schwerer Rüstung haben meistens viel Geld. Das ist gut. Okay, komm. Wie viel Geld will ich überhaupt? 520? Blaustahl. Oh. Das ist leichte Rüstung? Okay, vergiss es. Ich habe Vulkanglas-Schulterplatte. Oh, das ist genauso gut wie Vulkanglas. 68? 68. Damn. Gut, jetzt habe ich Vulkanglas. Dann ist auch egal. Okay. Aber so ein, wenn er so ein Blaustahl-Brustharnisch hätte, oder sie, das wäre halt jetzt geil gewesen, ne? Kann ich dir irgendwie... Hast du so einen im Keller hier? Nee. Ich habe das Gefühl, du sollst nicht hier sein. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr solltet nicht hier sein. Warte. Ah ne, Goranotz-Diamant. Ich wollte gerade sagen. Goranotz? Ne, Grogotzhaus. Ja. Okay. Nee. Ich habe das Gefühl, die meisten NPCs haben in der Regel keine Quests für dich. Aber egal, wo ich hier rumlaufe, alle Ecken erinnern mich so ein bisschen an Erotin, wie die Stadt strukturiert ist, wie die aufgebaut und designt ist und sowas. Da fühle ich mich wie zu Hause. Zauber. Blutzorn. 20 Punkte Angriffsfestigen. Angriffsfestigen ist ziemlich krass. Weißt du was? Kaufe ich allein aus dem Grund, weil wenn ich den Zauber habe, dann kann ich mir auch Gegenstände verzaubern. Taverne zum Eisbären, ja. Weißt du nicht, was ein Eisbär ist? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ja. Ist eine Mischung aus dem Tier Bär und einer Beere zum Essen. Das ist eine Kombination. Artia, was die Geschweifte. Treibt euch hat absolut nichts zu melden, die Dame. Okay. Bei der Lautstärke der Musik muss ich eigentlich unbedingt das Emote Way to Dank bei mir noch ein, noch von Better Twitch TV hier einbinden.
Leute, ich glaube ehrlich gesagt, was das Geld angeht, ist die Stadt hier ein bisschen ein Reinfall. Das ist zwar die Hauptstadt, aber wir haben in den anderen Städten schon Händler gesehen, die halt einfach mal 2.000, 3.000 Münzen hatten. Alles klar bei dir? Auf eurem Weg. Hi. Die Namen von denen, sind das vielleicht Forenmitglieder? Forenmitglieder gewesen oder irgendwie sowas? Und die Leute haben sich jetzt einfach hier verewigt? Oder ich habe ja gehört, dass größtenteils nur eine Person Myr Aranat erstellt hat. Auf eurem Weg. Oder sind das hier vielleicht die Spitznamen der Freunde oder so? Passt auf, wo ihr hintretet. Musiklautstärke Sacklunger, genau. Dämonenflügel verkauft sie. What the fuck? Moment. Moment. Das muss ich jetzt sehen. Dämonenflügel? Warum? Warum? Wieso kauft sich jemand bei einer Schneiderin Stoffdämonenflügel? Ist es hier Myr Aranat Cosplay Edition oder was? Okay. Ja, immersiv, würde ich sagen. Ich musste das jetzt kaufen und das sind halt wirklich Dämonenflügel. Einfach zum Dranpappen auf den Rücken oder was? Alles klar, sehr gut. Immersiv auf jeden Fall. Sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen. Myr Aranat ist ja schon eine ziemlich alte Mod und so in dem Jahr, als es damals rauskam, irgendwo 2005 oder wann der Release war, da gab es vielleicht noch nicht so viele Morrowind-Mods und die Flügel waren so ultra geiles Ding und dann hat man die einfach reingemacht. Gasthaus der Schwarze Drache. Ja, genau. Die Flügel sind zum Auffallen. Kennt ihr das, wenn Katzen so ihren Buckel aufstellen, um größer zu wirken? Das ist es. $750, die haben alle kein Geld. Liebe Kunden, zurzeit sind leider alle Zimmer durch die örtlichen Militärs belegt. Dadurch können wir ihnen keine Bleibe anbieten. Sicherheit erhöht. Ellie. Ja, bitte? Kann ich dich auf deine Notiz ansprechen? Ist es eine Quest oder so? Nö. Dann gehe ich wieder. Genau. Ich bin Batman. Ah! Das klingt nach einem Haus für mich. Meuchelwaffen. Das ist ein Schild? Natürlich ist das ein Schild. Leute, stellt euch nicht so an. Könnt ihr das nicht erkennen? Oh, guckt ihr das an. Oh. Ja. Kackdamage, Kackdamage. Kack-Damage. Hast du auch irgendwas Geiles? Ah, noch eine Schuppenklinge, hat er noch eine. Stahldurch der schnellen Klinge. Sucked ass, Allah. Oh, der hat... Vipern... Vulkanglas ist so schlecht? What the fuck, bro? Also, ich bin von deinem Sortiment nicht begeistert, Dramaton. Was... Waldris Klinge. Oh, das ist das Krasse. Oh mein Gott, ich könnte mir das kaufen. Ich könnte mir das kaufen. 1 bis 59 Schaden. Der Mindestschaden ist halt ziemlich scheiße. Ich könnte mir das kaufen, indem ich mir das nehme. Und ihm die Ebenerz-Streitaxt ihm reinlege und dann könnte ich es mir holen. Ist es wert? Wahrscheinlich schon, das ist ziemlich krass.
Der Mindestschaden ist halt ziemlich... Succubus-Helm? Das muss ich jetzt auch kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ist es geil oder ist es schlecht, 1 bis 59? Wenn ich 1 Schaden mache, ist es scheiße. Wenn ich 60 Schaden mache, ist es sehr, sehr gut. Ich meine, Fakt ist, du musst immer sehen, im Schnitt mache ich mit dem Ding pro Schlag 30 Schaden. So, irgendwo da, ja. Irgendwo 30 Schaden pro Schlag. Im Vergleich dazu, mit meiner Schurkenklinge mache ich im Schnitt zuverlässig irgendwo 14, 15 Schaden. Also damit würde ich im Schnitt meinen Schaden doppeln. Bisschen weniger als doppeln, weil ich nicht mehr 10 Punkte auf Kurzwaffe habe und dadurch halt nicht mehr so oft treffen kann. Deswegen... Ja, genau, Leute. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich speichere, ich gucke erstmal, wie schnell das Ding zuschlägt. Weil wenn ich das jetzt hole und das so... Dann sackt das Ass. Deswegen lass uns erstmal... Das kann man aber leider nicht sehen. Gib mir... Ihr habt da schon recht. Gib mal das. Ich gebe dir das. Und... Gib mir noch kurz den Succubus-Helm. Ich muss... ich muss wissen, was das ist. Hast du gute Stiefel? Ich habe nur so einen Kack. Nachtläufer-Armschienen. Für links wäre das nicht gut. Und ich habe ansonsten noch Schneewolf-Handschuh mit 47 Rüstung. Das hat beides 47, okay. Dann wir könnten für links... Warte, gib mir erstmal das Ding. Ich verhandle auch nicht. Erstmal. The Voldris has drawn from your spirit and... Hat die Waffe gerade meinen Geist angezapft? What? 4 bis 20? Warum? Was für ein Scheiß. 4 bis 20. Da stand gerade eben, das Ding hat... Wird die Waffe stärker? Je höher ich gelevelt bin, oder was? Da stand gerade eben, die Waffe hat sich an meinem Geist angezapft. Vielleicht passt sich die Waffe automatisch an dein Level an. Ich glaube schon, ja. Ich meine, schnell ist es halt nicht im Vergleich zum Dolch. Also bei Schaden pro Sekunde mäßig ist mein Dolch besser. Das Ding könnte halt später im Spiel richtig krass werden, aber I don't know. Weil deine 10 Punkte weg sind? Nee. Lass mich kurz mal gucken, wie der Helm aussieht. Gut. Sexy Succubus-Helm, würde ich sagen. Ist, na dann, funktioniert, würde ich sagen. Gut. Ich kaufe die Waffe nicht. Das ist... Vielleicht kaufe ich die Waffe am Ende vom Spiel irgendwann, ganz hinten drin. Aber jetzt gerade ist die so eine Pups-Waffe, da will ich nicht mein ganzes Geld dafür ausgeben. Dass ich so ein Pups... Ich wette mit dir, wenn du am Ende des Spiels Level 30 hast, ist es ultra krasser Dolch, ultra krasse Kurzwaffe. Aber jetzt am Anfang suckt die Ass. Ja, dann... Ja? Dann möchte ich Folgendes kaufen, und zwar Panzerhandschuh links. Gib mir links, damit ich noch eine gescheite Rüstung für links habe. Und im Tausch gebe ich dir... Der Dolch ist eigentlich zu gut, ich will den nicht. Genau, pass auf. Ich gebe dir die Smaragde. Ich will nicht die Edelsteine, damit. Und du hast nicht genug Geld dafür.
Nee, weißt du was? Ist egal. Ich kaufe das jetzt nicht. Das ist nicht wert. Das ist einfach für diese kleine Armschiene, die macht nicht, im Schnitt nicht so einen Unterschied aus. Ist wurscht. Ist wurscht. Scharfe Klingen. Es sieht ziemlich Ausrufezeichen dumm aus. Hast du irgendwelche geilen Sachen? Stahlflammenschlechter? Ja, ja. Speer? Nee. Der hat auch nur 950. Also, was merken wir uns? Die Stadt ist jetzt nicht so geil, was Ausrüstung angeht. Ja, bitte? So, der eine Dolch, der Bergbaulehrer, ist gekauft. Das ist gekauft. Hallo? Bergbau? Ja, danke. Brauche ich das überhaupt jemals? I don't know. Gut. Oh, 700... Nee, das ist Schrott. Ich wollte gerade sagen, leichte Rüstung. Nee, ist egal. Schrott. Auf Wiedersehen. Genau, das wäre natürlich dann ein Vorteil, wenn die Gegner dich schwerer treffen, weil dein Kopf ausgeblendet ist. Ich dachte mir, weißt du, was ich mir dachte? Das heißt ja Succubus-Helm und Succuben sind ja immer weiblich, oder? Ja. Jesus! Succuben sind ja immer weiblich und vielleicht funktioniert der Helm nur mit einem weiblichen Charakter, weil da halt irgendwas, keine Ahnung, kriegst Brüste auf die Augen oder irgendwie sowas? I don't know. Aber ich wüsste nicht, warum es nur so funktionieren sollte, aber... Mythras Haus. Die eine Magierin mit den ganz tollen Sachen kauft bestimmt keine Waffen. Ja, ich muss nochmal gucken, in der... Also in Graal hatten die nicht so viel Geld, aber in Arelda und dort, wo wir jetzt sowieso hin müssen, nach Dranas, dort gab es ein paar Händler, die ordentlich Kohle hatten. Beziehungsweise, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber in einem der beiden Orte gab es so einige Händler, die richtig gut Kohle hatten. Also 2500 oder so. Das war das Höchste, was ich jetzt gesehen hatte. Gut, ich glaube, wir haben alles gesehen. Nicht alles. Ich glaube, ich war nicht in jedem Haus. Aber ich bin die ganze Einkaufsallee, ich bin in alle Einkaufshäuser mal reingeschneit. Ich habe mit allen NPCs gesprochen, die besondere Namen haben und so. Und ich habe jetzt hier keine Quests zum Abgreifen entdeckt. Die Händler haben jetzt alle auch nicht so viel Kohle gehabt, alle unter 1000 Münzen. Deswegen, jetzt weiß ich Bescheid. Was, das sieht hier nach einem besonderen Fischerhaus aus oder so. Lancelotta! Vielleicht können wir da noch irgendetwas... Es ist nicht Lanzarote, die Insel? Eine Ausbildungslehrerin? Kurzwaffe, okay. Aber... Ja. Vielleicht wenn mein Skill dann... Wenn ich irgendwann mit 200.000 Draken im Gepäck rumlaufe, dann kann man sich das mal überlegen. Ich glaube tatsächlich... Auch im Standard Morrowind... Im Standard Morrowind ist die Hälfte von... Oder mehr. Ich glaube gut 90% von meinem... Alchemieladen? 90% von meinem gesamten Geld... 90% von meinem gesamten Geld... Oh... Sind... Einfach nur reingeflossen in... Jetzt kann ich mal die Kacktränke verkaufen. Den ranzigen Heiltrank, den kannst du auch behalten. Nimmst du Edelsteine? Yes. 90% von meinem Geld ist alles in Skillsteigerungen reingeflossen. So. Gib mir mal ein bisschen mehr. Ich habe dir so viel gegeben. Ja, klar. Gut. Pfeilchen verbessert. Sehr gut. 2.999 Draken. Wirklich? Hier ist ein Apfel. Okay, gut. Das musste jetzt kurz. Das ging gar nicht. Paladin, genau. Gut, alles klar. Erledigt. Stadt angeguckt. Jetzt kommen wir weiter. Ja, bitte. Wie war das mit den zwei Münzen? Sag nix, Netzdor! Ich will nix hören! Es ist ja nicht so.
dass mir die Münzen gefehlt haben. Sie haben mich nur nervös gemacht. So. Arelda. Rüber. Genau, ranzige Heiltränke zu Höchstpreisen zu verkaufen. So, dann checken wir kurz mal hier ab. Wenn ich hier einen Händler finde, der mehr als 2000 Draken hat, ich glaube, ich verkaufe dann trotzdem nicht und ich gehe zuerst mal in den Osten. Und dann gucke ich nochmal danach. Geldhändler 0. Naja, das ist das Gegenteil von dem, was ich wollte. Jetzt bist du gereist und hast keine 3000. Ah, fuck. Mann! Musstest du mich dran erinnern, Tiber? Jetzt geht's mir wieder schlecht. Ich war so froh, 3000 zu haben. Und ich hab vergessen, dass Reisen etwas kostet. 1200? Der Typ hat direkt schon mal mehr Kohle als alle anderen aus der Hauptstadt. Ausstatterin? Oder hatte die ganze Kohle ja, mit 2000 bitte? Irgendwas? Nee, 500. Okay. Dann, ach so. Seelenfalle habe ich mittlerweile in Zauber. Und die Feuerschadensrolle, die macht jetzt nicht wirklich so viel Schaden. Genau, das kannst du alles behalten. Genau, das wollte ich nur loswerden. Schattensbegehr habe ich jetzt eigentlich nur aufbewahrt. Jetzt habe ich wieder über 3000. Habe ich nur aufbewahrt, weil irgendwer... Hat nicht der Typ aus der Mainquest oder so sogar gesagt, von wegen, dass des Schattens Begehr mehr Hintergrundwissen für die Story da drin zu finden ist oder irgendwie sowas? Das war auf jeden Fall irgendein besonderer Buchtitel. Wie viele Seiten sind es? 18 Seiten! Ja. Du bist doch irre. Ja. Gibt es ein Problem mit 18 Seiten? Ja. Irgendwann kommt der Moment, wenn er eine mehr als gute Waffe findet und ihm zwei Münzen fehlen. Ich will nix hören, Alter. Das sieht hier echt schön aus. Diese Hütte bei diesen Mammutbäumen. Neues Let's Read für YouTube, genau. Wisst ihr noch damals? Ich war so sehr in Nerim drin, dass ich tatsächlich die Bücher, nicht alle, ich habe, glaube ich, damals alle Bücher vorgelesen, Let's Reads gemacht, extra Videos gemacht, die mir in den Kommentaren unter den Videos empfohlen wurden. Überall, wo gesagt wurde, ja, Mann! Oh Gott, Alter. Okay. Das war mein erster Absturz. Ich hatte bisher noch keine Bisher ist es gut gelaufen. Das war mein erster. Aber ich bin immer noch ganz brav. Ich habe gerade eben gespeichert, kurz bevor wir hier losgelaufen sind. Ich wollte gerade sagen, dass Myr Aranat bei dir richtig stabil läuft. Ja, das Wildschwein cheatet, ja genau. Ja, also ich muss sagen... Warte, steht beim Speichern auch, wie lang der Spielstand ist? Nee, ne? Wir haben wie viel Zeit jetzt investiert bisher? Zwei Streams. Einmal 3 Stunden. Fünf bis 6 Stunden haben wir es gezockt und es war jetzt der erste Abschutz nach 5-6 Stunden. Das ist gut. Das ist ein guter Schnitt. Das darf so bleiben. Jetzt habe ich gesagt, das ist ein guter Schnitt und pass auf, jetzt kriegen wir gleich wieder einen Absturz bei dem Schwein. Der erste, ja, es läuft wirklich gut. Dafür, dass es so alt ist, läuft es vor allem richtig gut. Das war Nerim, fand ich spitze, diese Let's Reads von Nerim, ja. Ich meine, natürlich kamen die Let's Reads nie so gut jetzt bei allen möglichen Leuten an. Oh oh.
Okay, es soll nicht so sein. Gerade eben hat es wieder komisch geleckt, als ich auf den Bären zustechen wollte. Da habe ich... Myr Aranat droht mir schon, dass ich den nicht anrühren soll. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, hier probiere ich es vielleicht noch aus. In Arctvent mache ich auf jeden Fall dann die Distant Land Generation an, damit wir halt im Prinzip bis auf Anschlag in die Ferne sehen können. Weil, da habe ich schon gehört, ich glaube Ender war das bei uns, der hat Myr Aranat mit Fernsichtgenerierung nämlich schon... Es lädt schon wieder so weit. Weird. Ey! Vielleicht hat das Laggen auch nichts mit dem Absturz zu tun gehabt. Gab es nicht... okay, nee. Ich habe bisher noch kein einziges Mal geblockt, aber vielleicht liegt es daran, dass mein Blocken-Skill einfach so niedrig... Ach, warte, ich kann doch jetzt looten, oder? Yes. Das einzige Problem ist, ich werde wahrscheinlich nie Tränke brauen. No way, ey. Der Skill steigert ja, steigt ja viel zu langsam. Also das ist. Mach ihn weg! Jesus, come on. Ich will mit dem Dolch auf 50 Skill kommen. Also sprich auf 60 mit diesem Dolch und dann switchen wir auf den besseren Dolch. Ich bevorzuge immer noch Spiele, die nach 80 Stunden nicht abstürzen. Ey! Ich spiele viel Elder Scrolls, ja? Das ist eine Leistung, wenn es so selten abstürzt. Ach warte, die Pilze und alles, das kann ich ja jetzt alles einsammeln. Nice. Warte, wie viel wiegt es? Okay, da jetzt. Nicht, dass jetzt jede Zutat, die ich hier einsammle, irgendwie ein Kilo mehr wegnimmt. Das Einzige, was halt natürlich blöd ist, ist, dass ich nirgendwo sehen kann, wie viel, was die Sachen überhaupt bringen. Dazu muss ich erstmal meinen Alchemie-Skill ein bisschen steigern. Sonst wäre es so ein, weil es macht ja auch keinen Sinn, einfach ins Blaue hinaus Tränke zu craften. Das ist zum Beispiel bei Oblivion und Skyrim besser gelungen, finde ich, dass du halt einfach essen kannst. 200, ganz realistisch, einfach 200 Zutaten, in die ich in den Rachen stecken. Und dann hast du zumindest mal einen Skill von 25 irgendwann. Und dann kannst du schon mal mit den ersten Tränken anfangen, die ersten Tränke zu craften. Und dann läuft die Sache. Und dann geht's. Oh, hallo, wie geht's zackiger, euch? Wenn du genug Zutaten hast. So, hier ist ein Brief. Grundgütiger Rond, das ist wahrlich beeindruckend und ich bin froh, dich zu hören. Macht euch auf eine längere Geschichte gefasst. Also das war bisher das Intro, wie es aussieht. Also, vor einigen Jahren gründete der Hexenmeister Manorath einen Orden mit dem Ziel, den Eiskönig Soras, über den ihr wohl noch nicht viel wisst, na, ich habe immer wieder von ihm gehört, zu bezwingen und Northforge von den Willenlosen zu befreien, die schon seit Jahrzehnten durch das Land ziehen. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Der Orden geht für gewöhnlich verdeckt vor, um keine zu große Aufmerksamkeit zu erregen. Der Orden hat sich die alte Burg Rolan in Northforge erkämpft und verwendet sie nun für Verwaltungszwecke. Er hat Spione im ganzen Land, zum Beispiel Graf von Andamanta und mich. Der Orden braucht fähige Leute wie euch, Rond. Ich zeichne die Burg auf eurer Karte ein. Ihr müsst euch dorthin durchkämpfen. Reist mit dem Schiff zum Anlegeplatz, am besten von Arelda aus, über Ertorat und lauft den Rest zu Fuß. Aber seid vorsichtig, dort herrscht Chaos. Meldet euch bei Harkon. Und ja, euer Sold. Bitting. Nice. Burg Roland? Geht zu Roland! Warum soll ich mit ihm sprechen? Einfach, weil er neue Aufträge hat für die Situation im Land, oder was? Ich werde versuchen, dem Orden dabei zu treten. Ah. Genau, mit dem Schiff nach Ertorat.
Ich habe zuerst gelesen, mit dem Schiff nach Erthorat und dann zu Fuß. Ich dachte mir gerade so, hä, Erthorat ist doch auf einer Insel. Wie zu Fuß von der Insel hier? Da war doch Erthorat, oder? Also jetzt sehe ich mit dem Schiff dann weiter rüben nach Northforge. Wieso ist Erthorat nicht auf der Karte bei mir angezeichnet? Fällt mir gerade auf. The fuck? The fuck? Der Fürst heißt Hakon, dann muss er ja von Martin Sabel gesprochen werden. Genau. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wer wird nicht von Martin Sabel gesprochen? Ja. Du hattest die 2000 Münzen. Okay. Wir machen das folgendermaßen. Ich gebe dir das Ebenerz-Ding. Und du hast jetzt schön verfeinerte Genesungstränke und Standardgenesungstränke. Du kannst mich eh nicht bezahlen, deswegen kaufe ich jetzt deine Heiltränke. Dietrich des Erzmeisters, gib mir einfach alles Mögliche, was teuer ist, was du besitzt. Weil ich habe bisher noch keinen Händler gefunden, der mehr Kohle hat. Und ich will das Gewicht jetzt frei haben in meinem Inventar. Deswegen... Wir haben Gegengift, Heiltrank gegen Pest. Dann gib mir mal einen... Wie viel wiegen die? Ah, dann gib mir zwei. Heiltrank gegen Krankheit, nur für den Fall, dass wir irgendwas richtig Nerviges an den Hals bekommen. Und... Dann gib mir diese Hammer des Großmeisters. Die werde ich so verschwenden, ey. Die will ich einfach alle rausfeuern. So, jetzt hast du immer noch 2000. Dietriche der Gesellen kannst du mir geben. Ach, was soll der Geiz? Dietriche, Sonden, die gibst du mir alle. So. Und den Rest brauche ich nicht, den er hat. Der Rest würde mir nur zusätzliches Gewicht geben. Er hat jetzt auch nichts, weil ich könnte, also am besten wäre es, wenn wir einen Händler haben, der 2000 Münzen hat oder mehr und selber auch teure Waffen hat. Weil dann könnten wir nämlich die Waffen, die eine Waffe 2000 verdienen, die eine Waffe eintauschen gegen 5 andere Waffen und dann können wir die 5 anderen wertvollen Waffen wieder zurück an ihn verkaufen. Oder warten, bis er wieder Geld hat und dann einzeln zurück an ihn verkaufen, um die maximale Menge an Geld zu machen. Aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Deswegen mache ich das jetzt erstmal nicht. Ja, ich lasse es so. Ist egal. Ich kassiere einfach die 2000. Reicht mir. Das war jetzt nicht optimal, aber... Vielleicht wäre auch in Roland einer gewesen, der mehr Geld hat. Aber falls wir auf dem Weg nach Roland bei unserer längeren Reise als nächstes dann keinem Händler begegnen und mein Inventar nach einem Dungeon einfach wieder bis zum Rand gefüllt sein wird. Für den Fall. Ich habe mich wieder verlaufen. Genau, ich will hier zum Eingang und vom Eingang dann nach links, ne? Ach, da war ich gerade eben. Genau, Lebensmittelausstatter, da habe ich gerade eben verkauft. Und hier die Hauptgasse, die hat doch auch noch einen Händler gehabt, oder? Ja. Einfach mal aus Interesse, ich will wissen... Ah, magische Artefakte, genau. Wie viel Geld? Du kaufst wahrscheinlich keine Waffen. 6000! Kaufst du auch Waffen? Ich wusste doch, dass hier jemand ist, der viel Geld hat. Ich wusste es! Nein, ich hol mir die Kohle. Ich hol mir die Kohle. Ich gib mir die Kohle. Das Blöde ist jetzt... Okay, ich habe gespeichert kurz bevor wir angekommen sind. Das geht noch. Ich muss ja den Dialog diesmal nicht lesen. Ich hol mir das Geld! Ist mir gerade egal. Ich loote jetzt aber nicht nochmal die ganzen Pflanzen da hinten. Ach, die Ratte. Siehst du? Vor allem... Gut. Vor allem, ich dachte mir gerade eben noch so, gab's nicht, es gab doch noch eine andere Händlerin,
oder einen anderen Händler, der ultra viel Geld hatte hier in dem Ding. Aber ich wusste nicht mehr, wo und wer das war. Und ich habe mir gerade eben schon gedacht, ach, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust, das Ganze, die ganzen Sachen, die ich kaufe und verkaufe, wieder neu zu ordnen. Wieder neu zu ordnen und wieder mitzunehmen und zum anderen Händler zu laufen. Hätte ich mal besser gemacht. Aber ist egal, jetzt. Wir sind ja eh direkt ums Eck. Zum Glück speichere ich noch so oft. So. Und dann können wir es nämlich jetzt so machen. Du kriegst die Ebenerz-Dings. Und die, siehst du? Weil ich wusste, die Person hat viel Geld, die auch dieses Amulett hatte, was ich kaufen wollte. Das Jäger-Amulett der Stärke. Angriff festigen 15 Punkte ist halt so geil, Alter. Das ist so geil, Alter. Und jetzt ist die große Preisfrage. Ich glaube, ich verkaufe auch mein Ebenerz-Kurzschwert, ehrlich gesagt. Weil das macht 15 bis 25 Schaden. Das sind 3 Mindestschaden mehr und 8 mehr Maximalschaden. Also im Schnitt mache ich 15 Schaden mit meiner Schurkenklinge. Und das Ebenerz-Kurzschwert macht halt im Schnitt 20 Schaden statt 15. Und das sind halt 30% mehr. Das ist schon nicht schlecht. Aber wenn ich mir dadurch das Amulett leisten kann, mache ich nämlich nicht 15, sondern 30 Punkte Schaden im Schnitt, wegen Angriff festigen 15. Und durch den Amulett-Trade bin ich dann wieder laufe ich auf mehr Schaden hinaus, als wenn ich das Ebenerz-Kurzschwert benutzen würde. Und ich glaube, später werden wir auch noch öfter auf gute Sachen stoßen. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal hier rausfeuern, weil ich will wirklich das Amulett haben. So, und dann muss ich auch nicht so viel Gewicht mit mir rumschleppen. Sollte nicht mal ein zweiter Elex-Teil rauskommen? Ja. So, Gesamtkosten. Da sollte ich jetzt aber jetzt einiges nochmal runterhandeln können. Hoffe ich mal. Okay, das war zu viel natürlich. Oh, come on. Bin schon genug entgegengekommen. Das war bei 1700 irgendwas, ne? Oh, warte, das wäre zu viel. Oder war es bei 1800? Ah, ich konnte kaum runterhandeln. Ist egal. Oder 1900? Ist egal. Das ist nämlich sehr gut. Sehr gut. Yes. 15 Punkte Angriffskraft obendrauf. Sehr geil. Frostseele. Stumpfe Waffe kann ich wahlweise auch skillen. Die hat sogar noch einige richtig geile Waffen hier. Aber das war mir erstmal das Wichtigste. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Und die hat noch ein gutes Amulett, aber das hat keine dauerhafte Wirkung. So. Gut. Hast du meine helle Bade? Ich seh nur mein Kurzschwert bei dir. Ha. Huh. Guck mal, die Sachen, die sie hier verkauft, die anderen Waffen, die verzauberten, die sind sogar, ja, nicht wirklich besser, aber ähnlich gut und kosten deutlich weniger. So, gut. Erledigt. Ich habe mein Buff-Amulett geholt. Jetzt habe ich ordentlich Kohle ausgegeben und jetzt habe ich auch nichts anderes mehr. Aber das ist okay. Hier konnte keiner verkaufen, ne? Warte, jetzt habe ich noch nicht gesprochen, ne? Deswegen lasst uns kurz die Quest abholen und dann sind wir ready für die Hauptquest weiter. Fragt sich nur wann. Ja. Mit dem zweiten Elex-Teil, ja. Ich meine, das war ja schon, also, ich kann mich erinnern, als Elex 1 rauskam, ich glaube, bereits nach Elex 1 wurde die, eine Woche nach Release oder 2 Wochen nach Release waren, glaube ich, die Verkäufe von Elex 1 gut genug, dass direkt angekündigt wurde, wir arbeiten direkt an Elex 2 weiter. Also, ich weiß jetzt nicht, was Verkäufe gut genug heißt bei einem deutschen Entwicklerstudio, aber scheinbar lief das ganz gut. Die Leute waren ganz zufrieden damit.
Vielleicht kam es auch deswegen so gut auf YouTube an, weil es hat irgendwie niemand gespielt ansonsten so großartig, aber die Leute wollten es trotzdem sehen. Deswegen... Ich kann den Sound jetzt wieder lauter machen, weil die Musik nicht mehr so penetrant ist. Ja. Deswegen wurde direkt angekündigt, dass es einen zweiten Teil geben soll. Und seitdem, seit dieser allerersten Ankündigung, habe ich nichts mehr gehört. Keine News, keine einzige News mehr. Keine Screenshots bisher geleakt oder veröffentlicht. Nix. Einfach. Wann kam das raus? Ist es nicht schon wieder auch 5-6 Jahre her? Und seitdem haben wir gar nichts gehört? Von PC Player. Ist es eine Zeitschrift, PC Player? Vom 1.11.2020, bereits Ende 2019, erklärte Piranha Bytes, an einem neuen Spiel zu arbeiten. 2017 erhielt das Unternehmen eine finanzielle Förderung. Ach, stimmt ja. Deutsche Studios kommen meistens nur mit finanziellen Förderungen zurecht. Aber ey, besser als gar nicht. Besser als gar nicht, Games rauszubringen. Okay. Finanzielle Förderung für ein neues Projekt, das als Elex 2 gelistet wurde. Ach, stimmt, genau. Ich glaube, das war noch vor der offiziellen Ankündigung. Das ist ja irgendwie so ein... das kann man ganz offen einsehen, wer finanzielle Förderung vom Staat bekommt. Ich glaube, das konnte man... oder wird regelmäßig veröffentlicht, öffentlich mitgeteilt. Und da stand dabei, hey, Elex 2 hat eine Förderung bekommen. Ein Titel namens Elex 2 hat eine Förderung bekommen und dann war ja alles klar. Elex war ja auch großartig. Ich muss ehrlich, also Elex war jetzt nicht schlecht. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es mich überrascht hat, wie gut es ankam. Weil das hat man auf YouTube gefeiert, als ich es gespielt habe. Als auch als ich es im Stream gespielt habe, haben die Leute sich das mega gerne reingezogen und alles. Zwar, wo ich mir dachte, ja, das ist schon gut, aber wir haben auch viele andere, bessere Dinge gespielt. Aber für Elex war das Interesse echt immer ziemlich hoch. Da war ich ein bisschen überrascht, dass das so viele Interessenten, so viele neugierige Blicke erhascht hat. Ah! Mein Dolch geht wieder kaputt. In der Stadt, wo wir vorhin waren, da war nämlich kein Rüstungshändler, da konnte niemand reparieren. Ich glaube hier, ne? Leichte Waffen, genau, hier, da kann repariert werden, glaube ich. Sprecht, ich höre euch. Genau. Ich verschwende doch nicht meine restliche Ausrüstung. Das lag wohl auch am Setting des Spiels. Ja, das kann auch gut sein, natürlich, ja. Dass es einfach ein interessanter Mix war. So. Ich bin ready für die Hauptstory. Ich will gerade. Warte, ich werde gerade angerufen. Ich will noch gucken, wie die neue Insel aussieht. Das wird mich mal interessieren, wo wir als nächstes hin müssen. Warte. Sabrina hat wieder ihren Schlüssel vergessen. Sabrina steht wieder vor der Tür, ja. Ich hoffe, sie vergisst niemals ihren Schlüssel. Sie hat Glück, dass ich niemand bin, der abends öfter was unternehmen geht. Also, zu Corona-Zeiten eh nicht. Aber, ne, deswegen, sie kann sich eigentlich immer darauf verlassen, dass ich zu Hause bin, um ihr die Tür aufzumachen. Ich glaube, wir hätten ein Problem, wenn ich tatsächlich mal öfter am Freitag irgendwo unterwegs wäre. So, Burg Rolan. Da rein. Ja, wir müssen den Schlüssel annähen eigentlich. Passt auf, wo ihr hintretet.
Gib mir mal. Ach, ich bin so dumm. Ich habe hier unten im Haus die Tür geöffnet. Aber halt nicht oben. Moment. So, jetzt ist sie ganz drin. ich hatte nur auf den Türöffner gedrückt bei der Klingel, einfach zack, damit unten offen ist. Aber stellt sich heraus, dass es ja zwei Türen gibt, zum Haus und zur Wohnung. So, okay, das ist die... Ach, ich dachte, da hinten wäre der Bootsding. Ich habe einmal den Schlüssel daheim liegen lassen, bin raus zur Tür und, naja, 270 Euro Schlüsseldienst. Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben zweimal den Schlüssel vergessen. Und einmal war das, die Story kennt ihr ja schon, einmal war das, als ich gerade eigentlich noch schnell mit dem Hund raus sollte. Meine Eltern auch das Haus verlassen haben. Ich mit dem Hund draußen war, zurückgekommen bin, dann war niemand zu Hause und dann kam ich nicht rein. Und hatte keinen Schlüssel dabei. Und ich war eigentlich auf... Also ich hatte eigentlich ein Date. Ah, sehr gut. Droggelbecher sagt, ich soll speichern. Droggelbecher, dann benutzen wir deinen Speicherpunkt. Ich habe mir schon überlegt, wie ich den Speicherpunkt nennen soll. Ne? Und das hatte... Ich musste dann in unser eigenes Haus damals, ins Haus meiner Eltern, einbrechen. So übers Kellerfenster habe ich irgendwie mit dem Schraubenzieher vom Nachbarn, bin ich selber eingebrochen. Und ich bin natürlich zu dem Date, was ich dann hatte, irgendwie eine Stunde zu spät gekommen. Das, weißt du, nie den Schlüssel vergessen und dann das eine Mal, weil ich weiß noch, dass ich halt eigentlich den nächsten Bus in 20 Minuten kriegen musste, um pünktlich zu kommen. Und dann haben meine Eltern so sehr Druck gemacht, jetzt geh mit dem Scheißhund! Und dann bin ich halt schnell mit einfach gehetzt, weil ich halt pünktlich kommen wollte und dann habe ich den Schlüssel vergessen und siehst du, das war wohl ein Zeichen des Schicksals, dass ich nicht pünktlich sein sollte, dass es nichts werden sollte. Also ja. Du hast für mich vorhin gar nicht gespeichert. Oh, habe ich das übersehen, Urst? Sorry. Dann ich hole mal deinen Speicherpunkt auch ganz nach oben. So, ich guck mal, dass ich das Wochenende vielleicht schaffe, die Weitsicht vom Graphics Extender reinzunehmen. Das könnte vielleicht ganz cool aussehen hier auf der Insel. Das sieht hier ein bisschen weitläufiger aus. Weil davor auf Myr Arranat fällt es gar nicht so auf, weil du immer so einen engen Wald um dich herum hast. Da macht fehlende Weitsicht nicht so viel auf. Da fällt dir gar nicht auf, dass dir das fehlt. Und hier könnte es vielleicht... Ich meine, es kann auch einfach eine Nebelinsel sein, natürlich. Aber ich würde gerne gucken, wie das aussieht.